Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Football, die Webshow. Mein Name ist Henrik Müller, ich bin der Gründer von Football und ich habe hier geballte Fachkompetenz organisiert, um ja eine wunderschöne Webshow über die European League of Football zu machen. Ihr kennt mich, wie gesagt, von Football, aus der European League of Football Fanzone. Und ja, ich interviewe Spieler, ich hau ein paar News raus. Irgendwann sollen nochmal Insights dazukommen. Insider News, Entschuldigung, aber momentan behalte ich sie noch für mich. Ja, und neben mir ist der Phil. Phil, stell dich auch mal bitte kurz vor. Ja, cool. Danke erstmal für die Möglichkeit, hier mitmachen zu können. Ich bin der Phil vom Format, vom YouTube-Format Huddle Football Talk. Auch bei mir einmal die Woche Nachrichten rund ums Thema des braunen Balls. Und ja, ich bin mal gespannt, in was für eine Richtung das hier läuft. Ich meine, das ist natürlich, wir haben vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, absolute Schuss ins Blaue, weil noch keiner weiß, was wirklich abgeht. Aber ja, schauen wir mal, in was für eine Richtung es geht. Cool. Ja, danke. Und unter mir seht ihr den Björn. Björn, stell dich bitte auch einmal kurz vor. Ja, moin. Björn Hoop, ich bin Redakteur bei HL Sports. Wir machen Regionalsport im Umfeld von Lübeck und ich habe die Abteilung Football gegründet. Mit dem Hintergrund, dass wir die Sea Devils in der European Football ein bisschen hypen wollen. Und sind da bei den Sea Devils gut vernetzt, sind da am Ball. Ich kann auch den einen oder anderen Insider raushauen. Wahrscheinlich auch noch nicht heute, weil wir wollen ja noch ein bisschen länger was machen. Und ich bin sehr gespannt, was das hier wird. Ich bin heiß. Sehr geil, sehr geil. und jede Woche haben wir einen Gast. Und diese Woche ist es Stefan. Ich denke, die meisten kennen ihn, aber trotzdem, Stefan, stell dich ganz kurz vor. Ja, Hallöchen in die Runde. Danke, dass ich der Erste bin, der hier testen darf, was ihr hier auf die Beine stellt mit dem neuen Format. Ich bin der Stefan. Ich bin derjenige, der in der Facebook-Gruppe, Infogruppe, dieser Name, der ist mittlerweile sowas von verjährt, aber ist egal, versucht, die ganzen Leute irgendwie ein bisschen beisammen zu halten und ein bisschen auf einer Linie zu halten und das Ding füttert. Und das machen ja alle anderen, die hier sind, auch fleißig. Also ja. Ich glaube, alles von jeder ist hier schon mal in dieser Infogruppe mit irgendeinem Beitrag dabei gewesen. Und ja, das ist das, was ich so verhackstücke. Sehr gut, sehr gut. So, ich würde sagen, wir stoßen mal ganz kurz an, bevor es losgeht. Ich habe mir jetzt extra ein Astra hier hingestellt. So. Prost. Prost. Prost auf euren Start. Ja, kommen wir zum ersten Programmpunkt. Wir sprechen über die Teams. Jeder darf sich jetzt eins aussuchen, wo wir anfangen. Ich sage einfach mal, Björn, mit welchem Team fangen wir an? Sea Devils natürlich. Oh. Mein Team, Shocking. Meine Heimatstadt. Ich komme aus Hamburg. Ist natürlich ganz klar, dass ich die Sea Devils nehme, weil das ja auch, ich sag mal, in meiner Arbeit als Redakteur bei HL Sports der Schwerpunkt ist, die Sea Devils. Was soll ich sagen? Was wollt ihr hören? Oder was habt ihr zu sagen zu den Sea Devils? Habt ihr Fragen, irgendwas? Vielleicht kann ich das noch beantworten. Ich würde gleich mal anfangen, gerade bei den Sea Devils mit Ted Deischer als Head Coach. Ist ja schon mal eine echt krasse Sache, dass da so jemand rangekommen ist. Der war ja damals Special Teams Coach bei den Eagles und den Raiders, kann das sein? Ich glaube nicht, dass er NFL war. Ich meine zu wissen, dass er auf jeden Fall Head Coach im College und in der High School gewesen ist. Mhm. Also diese Info, dass er in der NFL war, habe ich nicht. Aber ich weiß, dass er im College sehr erfolgreich war. Sehr erfolgreich. Ja. Schon mal gecrashed, deine Info. Obwohl ich auch der Meinung, ich bin aber auch der Meinung, er war schon mal Special Teams Coordinator in der NFL. Ja. Ja. Er war Special Teams Coordinator bei den Eagles, bei den Raiders und 2005. Ja, doch, jetzt, wo du das sagst. 2005 war er sogar im Super Bowl gewesen und hat gegen die Patriots verloren. Richtig. Jetzt, wo du sagst, weil da hat er ja auch Patrick Mizume kennengelernt bei den Raiders. Boom! Genau. Ich würde sagen, es steht 1-0 für Phil. Ich gerade selber in einem Interview, was ich gelesen habe. Du hast recht. Oh, scheiße, bin ich schlecht vorbereitet. Meine Herren. Okay, ich klinge mich jetzt hier aus auf dem Höhepunkt meiner Karriere, ungeschlagen, alles geil. Ja, also jetzt haben wir ja Ted Dascher kurz besprochen. Wolltest du noch was zu sagen, Phil, oder
Nee, alles cool, alles cool. Aber das war ein Punkt, der auf jeden Fall schon mal richtig, richtig geil ist. Dann kommen wir einfach da mal jemand an Bord ist. Genau, dann kommen wir einfach mal zu Kasim Edebali. Sind wir, also er ist nun mal das Aushängeschild der European League of Football. Ganz ehrlich, wie geil findet ihr das, dass er in Deutschland oder allgemein in Europa spielt? Habt ihr da vorher mit gerechnet, als es damals so bekannt wurde, dass eine europäische Liga kommt? Also ich habe ja die Geschichte von Björn Werner und Coach Izume, Bromance TV, Bromance Podcast, bla bla, alles, was sie gemacht haben, verfolgt. Und Kasim war ja auch öfters Gast auf Twitch in dem Football Bromance TV. Und da kamen immer schon so ein paar Schwitzen von Izume und auch von Björn Werner. Gehofft habe ich schon, aber als dann die Sea Devils ihn wirklich als Linebacker präsentiert haben, habe ich schon gedacht, wow, krass. Weil er hätte ja auch dieses Jahr in der NFL spielen können. Spielt er aber schon eine ganze Zeit lang nicht. Der Junge hat Bock auf Football. Also das ist gefährlich für die Offense aller anderen Teams, so einen Gegner zu haben. Das wird wirklich so sein. Ich habe vorhin gerade noch, da ist er live gegangen, da habe ich gesehen, dass er den Quarterback der Frankfurt Galaxy anrufen will und ihm mal kurz persönlich sprechen will. So nach dem Motto wahrscheinlich, wir sehen uns am Sonntag öfters. Also so kam das zumindest rüber. Also ich denke schon, dass alle Quarterbacks, egal von welchem Team, sich warm anziehen müssen, weil ich glaube, der geht durch jeden durch. Der hat einfach Erfahrung, der weiß, was er tut. Ne? Ich meine, 3 Jahre Saints, gut gespielt. Ich glaube, in seiner History, der hat 8,5 Sacks stehen. Also das ist ein gefährlicher Footballspieler, auf jeden Fall. Aber eine geile Sau nebenbei. Ist echt so ein entspannter Typ. Ich habe ihm auch ein Interview gehabt. Wir haben uns vorher unterhalten, wir haben uns nachher unterhalten, dann beim Scrimmage habe ich ihn wieder getroffen, haben uns auch unterhalten. Der hat da den ganzen Platz unterhalten. Also das ist ein geiler Typ einfach. Ich wollte gerade sagen, das ist halt eben so eine Verpflichtung, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, wie wenn du CR7 beim Fußball verpflichtest, weil über den kannst du Jerseys verkaufen, du machst halt eben, so wie sie es auch machen, halt eben diese Comedy-Serie, die machen jetzt noch einen Podcast als Ableger von Bromance. Also die nutzen das schon richtig aus, aber das müssen sie auch. Also es ist halt eben wirklich das Gesicht der ganzen Liga neben Izume. Und das kann er auch. Der ist halt eben einfach positiv bekloppt. Der Kerl kommt dann glücklicherweise auch noch aus Hamburg, dass er halt wirklich so ein Hamburger Jung ist. Ein Homegrown Player, ja. Ja, das ist halt eben wirklich dann das Ideale. Und ich denke, dass das natürlich am Ende auch den ein oder anderen Euro mehr gekostet hat. Aber ich glaube, ne, das holt der dreimal wieder rein. Ja, ich hab ihn ja auch im Interview gefragt, was so letztendlich so der letzte Entscheidung war, dass er wieder nach Hamburg gekommen ist. Und er sagt, das lag wirklich also an Izume und Björn Werner, weil die Football Bromance, so diese ganze Liebe, hat er mir erzählt, die da rübergekommen ist. Und es ist ja so, wirklich alle Football-Freunde, egal ob wir nun Bucks, Colts oder sonst wer sind, also wer Football mag, man sieht es ja auch in den Stadien, da steht Jersey an Jersey und das sind nicht immer gleiche Jerseys. Ja. Das gibt es beim Fußball gar nicht. Und diese Liebe, die da entsteht, deswegen bin ich auch seit Jahren Fan. Bin zwar hauptsächlich Raiders-Fan, aber ich liebe den Sport an sich. Ich gucke mir auch gern Spielen Buffalo gegen XY an, das ist mir scheißegal. Hauptsache ich sehe guten Football. Ja. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben hier. Ja. Also man hat zwar so sein Favorite, aber insgesamt geht es eigentlich nur um den Sport. Also Ganz genau. Da habe ich auch gleich mal eine Frage, weil ich hatte ihn auch in Interview und zu mir hat er gesagt, klar, schlussendlich, weil wegen Patrick Izume, aber auch, sie haben ihn ja diese Comedy-Serie versprochen, das war dann auch nochmal so ein Reiz, okay, geil, ich komme, ich kann da Serie Comedy machen, ich kann da mich wieder auf den Platz zeigen, es ist meine Heimatstadt, komm, ich packe meine Kinder und meine Frau ein und komme nach Deutschland. Jetzt ist meine Frage, ganz ehrlich, wenn ich antworten möchte, lässt es, aber wie fandet ihr die Serie bisher? Also mein Fazit ist, ich finde ihn als Schauspieler tatsächlich gar nicht so schlecht. Er macht seine Rolle ganz gut, aber ich finde das Drehbuch also grottig. Also mir gefällt es nicht. Also ich gucke es mir auch nicht mehr an, seit der, ich weiß nicht, 7., 8. Folge habe ich aufgehört, weil es ist mir dann auch zu kurz und dann, wenn es eigentlich losgehen sollte, eine Handlung entstehen sollte, ist aber bupp, zu Ende, Outro. Ja, kann ich ähnlich bestätigen. Ich war voll geil. Ich habe irgendwie so die ersten 3, 4 Folgen habe ich abgewartet. Ich hatte auch keine Zeit geguckt und habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt guckst du die ersten 4 Folgen am Stück an. War dann ein bisschen enttäuscht, dass sie irgendwie nur 7 oder 8 Minuten laufen. Ja, genau. Ja. So, und habe dann auch nicht so ganz den Sinn dahinter verstanden. Ich gebe dir recht, das ist ein geiler Schauspieler.
können auch Comedian sein, das können auch eine Comedy-Serie sein, das macht er ganz gut. So den Sinn dahinter verstehe ich nicht. Sicherlich geht es irgendwo darum, seinen Weg zu zeigen, um in die ELF und zu den Sea Devils zu kommen. Ich glaube, das ist so der Hintergrund der Geschichte. Ich persönlich hätte mich gefreut, wenn die Folgen, weiß ich nicht, so um die 15, 20 Minuten gewesen wären. Wie auch so eine Sitcom im TV, keine Richtig. Ahnung, irgendwas. So, ne? Naja, ist halt, ja, wie sagt man das am besten? Ich will nicht unbedingt sagen, da geht es nur ums Geld, aber die halten halt das Team damit, ne? Ja, es ist so ein bisschen verschenktes Potenzial gewesen. Ich glaube, die hätten da bedeutend mehr draus machen können, ne? Also, ich will das jetzt auch gar nicht zu negativ machen, weil allein die Tatsache, dass sowas gemacht wird, ist ja eigentlich schon was Gutes. Richtig, genau. Ja, aber ich muss an der Stelle aber auch sagen, mich persönlich hat das jetzt nicht so wirklich geflasht. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nach der dritten Folge schon abgebrochen und gesagt, ist einfach nicht so meins. Muss man ehrlich zu sich selbst sein? Das ist ja dann nur der eigene persönliche, das eigene persönliche Gusto. Aber nochmal, ich glaube, die Idee ist gar nicht so verkehrt und ein paar Anhänger hat es ja, also was heißt ein paar? Da unten sitzen Anhänger, ja. Stefan, du bist positiv Ja, es kann wieder losgehen. Ihr könnt wieder anfangen zu haten in der Facebook-Gruppe, weil, also ich sehe das immer so von zwei Seiten. Also das ist jetzt sicherlich nicht der Kassenschlager, der da die Straßen räumt und was auch immer. Und definitiv, was man, glaube ich, nicht machen sollte, ist jeden Tag eine kurze Folge gucken. Genau. Also ja, das ist, glaube ich, schon mal so der erste Fehler, den man machen kann. Ich habe auch irgendwo die ersten 1, 2, 3 Folgen tatsächlich täglich eben geguckt. Und dann hatte ich immer, auch aus Zeitgründen, habe ich mir 2, 3 Tage aufgespart quasi und habe mir die dann immer zusammen angeguckt. So habe ich eine gewisse Länge gehabt. Man hat ein bisschen die Geschichte auch verstanden, dass sich das tatsächlich aufeinander aufbaut. Ich muss sagen, der hat das in 14 Tagen gedreht, die ganze Geschichte. Das hat 14 Tage gedauert. Da machen ganze andere vielleicht eine Folge für ihre Serie für. Das ist nicht jetzt, wie gesagt, es ist kein Oscar-reifes Kino. Dafür, dass das unter so einem Zeitdruck ist, finde ich es eigentlich noch ganz unterhaltsam. Ja, also ich finde es halt eben auch lustig. Es ist halt eben so ein bisschen so der Otto-Humor, hat mal irgendjemand, glaube ich, in der Gruppe geschrieben. Das passt ganz gut. Da sind so ein paar Dinger drin, die könnten da so reingehören. Ich finde es unterhaltsam. Es ist aber halt eben nichts fürs Fernsehen. Es ist tatsächlich so, YouTube-Channel, was weiß ich, irgendwas in der Art. Aber was ich toll finde, ist die Qualität an sich. Ja. Drehbuch und Witze kann man auch immer machen, aber es ist ein vernünftiges Bild. Die Schauspieler, die da mitmachen, sind gut. Ist eine lustige Kombi, sage ich jetzt mal, auch wenn man da auch erst verstehen muss, was dieser Chefkoch da, der da nur am Rummosern ist, was der da am Ende soll. Aber Das bin ich. für die Zeit, für die Kürze der Zeit und dass der da mal angejettet kommt und ich habe mir da bei Kasim ganz am Anfang auch wirklich immer so diese Tagesabläufe, die er da bei Instagram immer wieder gepostet hat, so ein bisschen beobachtet, dass der da morgens um 5:30 irgendwo schon im Gym saß und abends um 10:30 oder noch später kam der dann vom Training oder vom Videodreh wieder. Wie gesagt, Chapeau, finde ich eine tolle Leistung. Es wird halt voll ausgenutzt, dass der Mann da ist. Kein Oscar-reifes Kino, aber ich finde es trotzdem lustig. Aber am besten, glaube ich, in einmal durcharbeiten und nicht jeden Tag eine Folge. Das ist definitiv nicht gut dann. Ja, also was du gerade gesagt hast, ist ein absolut legitimer Punkt. Also was sie aus der Personalie Kasim Edebali machen, ist natürlich das Beste, was du machen kannst. Ne? Wenn du so einen Namen an der Hand hast, dann musst du das ausreizen bis zum Gehtnichtmehr. Das ist absolut verständlich und das machen sie auch gut, muss man so sagen. Er hat mir auch erzählt, ich habe ihn auch gefragt, weil wir waren beim Training in Hamburg bei den Sea Devils und stand schon auf dem Platz und er fuhr irgendwann ein etwas größeres Auto vor und Kasim stieg aus, kam zu spät und dann habe ich ihn nach dem Interview gesagt, ich sag mal, bist du spät gekommen? Sagte, Alter, glaubst gar nicht, die morgen 5:30 muss ich irgendwie auf dem Drehplatz sein, dann geht das da los, so musst du noch Training, dann jetzt hier abends auf Football. Er sagt, boah, lange Tage, aber sind nur noch 3, 4 Drehtage, dann ist das Thema durch. Also die haben den auch echt von morgens bis abends gehetzt, ne? Ja, aber gut, die haben ihn richtig ausgenutzt, nicht ausgenutzt ist falsch, aber das, was Stefan schon gesagt hat, die Person Edebali wirklich perfekt benutzt, um
ja, das Team zu promoten und die Liga. Ja. Also ich denke, es geht ja mehr um die Liga als wie um das Team. Mhm. In der Serie nur darum, dass er halt ins Team kommt. Ja. Darf ich zu der Personale Kasim Edebali noch eine Frage in den Raum stellen, weil ich hatte gerade die Tage eine Unterhaltung gehabt von einer etwas kritischeren Stimme, die ging in die Richtung, oder das Argument ging in die Richtung, dass ein Kasim Edebali ja eigentlich, sagt, wann hat er das letzte Spiel für die Saints gemacht? Oder wann war das letzte Mal, wo er aktiv auf dem Feld von der NFL stand? Ist das jetzt zwei Jahre her? Pi mal Daumen. Und das Argument war eben gewesen, ja, der ist doch voll raus, der ist doch jetzt eh nur noch der Promo-Clown, der hat auf dem Feld eigentlich nichts mehr zu suchen, hat man ja gesehen, weil er bei der NFL raus ist. Ich denke mir nur, Alter, was ist mit dir los? Was ist denn das für eine Aussage? Ich möchte kurz zuerst antworten. Ich wurde ja heute wieder als Fanboy hingestellt, deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen Partei ergreifen als Fanboy. Und zwar denke ich, dass Kasim Edebali, auch wenn er 2 oder meinetwegen auch schon 3 Jahre kein Football mehr gespielt hat, trotzdem noch das Niveau einiger anderen Spieler aus der European League of Football übertrifft. Ich will jetzt nicht sagen, dass er besser ist als jeder. Das will ich nicht sagen. Ich glaube, wir werden super, super gute Spieler sehen zukünftig, die wir jetzt vielleicht noch nicht auf dem Zettel haben. Aber ja, also für die European League of Football reicht es allemal noch. Da bin ich mir sowas von sicher. Und ich glaube, der Björn gibt mir recht. Definitiv, definitiv. Auch wenn er lange nicht NFL gespielt hat, das heißt ja nicht, dass er es einen Versuch hat. Er ist ja bei einigen Teams gewesen. Er war bei den Raiders, er war bei den Broncos, glaube ich, irgendwie im Training. Da sind ja in den letzten Jahren einige Teams gefallen. Es gab mal bei Ran so eine Karte, da haben sie gezeigt, wo Kasim überall hingereist ist. Der ist ja durch Amerika gereist. Ja, das ist Fitzpatrick der Nächste. Ja. Also ich glaube schon, dass der noch ein ganz anderes Level Football spielt als wie einige andere Spieler, weil so DFL-Spieler, was es ja eigentlich alle sind, kannst du, glaube ich, nicht auf diese Position stellen. Auch wenn er jahrelang nicht gespielt hat, der hat gegen die Besten der Besten gespielt. Ja. Das ist einfach so. Der hat Sachen im Football gesehen, da träumen alle anderen von. Ich denke, da werden wir einiges zu sehen kriegen, dass er einige halt durch seine Erfahrung, ich nenne das jetzt mal, austricksen wird. Ich glaube, dass er tatsächlich auf dem Level von, dass er nicht der Einzige ist, aber dass sicherlich zu den 10 Spielern gehört, die auf dem höchsten Level der 11 spielen werden. Ja. Also Dembele in was ist Leipzig ist er jetzt unter, dann halt Chris Ezeala, ich kann den Namen nicht aussprechen, der Receiver ist es, glaube ich, bei den Leipzigern aus Japan. Yoshida Wang. Ja. Nee, Yoshito Omi. Ja, Omi, genau das war's. Dann der Birdsong, der Quarterback. Also da sind schon ein paar Leute bei, die einfach, glaube ich, so on top sind. Mhm. Und da gehört er definitiv bei. Und ich glaube, auf der Position werden wir auch in der Liga keinen besseren sehen. Super Übergang. Wir kommen zu den Leipzig Kings. Stefan, fang gleich mal an. Was hast du da gerade gesagt? Was hast du da gesagt? Du hast da gerade Michael Birdsong in den Raum geworfen. Ganz kurz sage ich was. Also, ich hau jetzt hier mal was raus. Vielleicht wissen es die meisten, vielleicht weiß es keiner. Shida Wang ist noch nicht in Leipzig. Shida Wang wird das erste Spiel verpassen. Ich habe heute noch mit Shida Wang ganz kurz telefoniert. Er schafft es nicht. Es gab Probleme. Aber er wird zum zweiten Spiel da sein für alle Leipzig-Fans. So, aber jetzt, Stefan, hau raus. Also das ist tatsächlich das Team, wo ich nachher auch in meinem Power-Ranking die größten Probleme habe. Ich glaube, dass da vom Spielerpotenzial, was die Importspieler und auch die nicht-deutschen Spieler, glaube ich, richtig gute Leute am Start sind. Aber halt das Problem ist, dass sie auch die kürzeste Vorbereitungszeit von allen Teams haben. Und da kommt es wirklich darauf an, wie schnell kriegt der Coach die Leute da unter einen Hut und wie simpel kann ich ein Playbook aufbauen, dass sie von Anfang an gut harmonieren. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Liga haben, die von Anfang an mit was weiß ich für Trickspielzügen oder so arbeitet. Deswegen ist das alles möglich, aber ich denke, das sind die sicherlich vor allem, wenn man jetzt hört, da sind nochmal ein Spieler, der dann auch nicht kommen kann, weswegen auch immer,
oder später kommt, die werden Zeit brauchen, sich einzuspielen. Das muss ich ganz klar sagen. Wobei ich lustigerweise, wie ich das gehört habe, Leipzig das mit zu den interessanteren Franchises gehört für mich. Also Leipzig ist eine Ecke, die so unbeschrieben ist für mich als Football-Deutschland. Ja, Frankfurt ist schon immer, ganz NRW ist in Deutschland irgendwo footballmäßig stark unterwegs. Aber Leipzig war, sicherlich spielen da auch welche, aber das war nie so richtig so der Burner. Und ich glaube aber, dass da tatsächlich, wie Izuma auch schon mal gesagt hat, das Potenzial von der Stadt, von der Umgebung da ist, um da richtig was zu reißen. Also das ist gib denen mal ein Jahr Zeit. Ich glaube, dass da ganz schnell andere Stadien im Spiel sind und ich glaube auch, dass da ganz schnell Sponsoren sind, die andere nicht kriegen. Und die haben ja auch große Namen verpflichtet, das muss man auch mal sagen. Sehr interessante, sehr große Namen. Klar ist das Team, was am spätesten angefangen hat, aber da sind schon echt Namen im Raum, die davon träumen, vielleicht auch andere Teams, ja, ohne jetzt die Spieler der anderen Teams schlecht zu machen, aber einfach deswegen. Vom Namen her. Ja. So, Björn, sag du mal. Leipzig Kings, hast du da irgendeine Info oder bist du da noch raus? Also da bin ich eigentlich so gut wie raus. Wie gesagt, meine Vorbereitungszeit war etwas zu knapp. Sicherlich weiß ich, was in den Social Medias war und die sehr spät angefangen haben. Ich lasse mich überraschen, aber ich gebe dem Stefan recht. Ich denke, das ist auch so eine bunte Tüte und dass da noch einiges passieren wird. Ich habe die auch überhaupt, also Leipzig als Footballstadt überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Ich war auch sehr erstaunt, als ich gelesen habe, dass da eine Mannschaft aus Leipzig gestellt wird. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich lasse mich wirklich überraschen. Das übrigens nochmal, das war in der Facebook-Gruppe schon sehr früh eine Forderung, dass eigentlich der Osten Deutschlands viel zu gering in dieser Liga vertreten ist, ja. Von der Verteilung her. Ja, also deswegen glaube ich, das war in der Hinsicht auch um dieses Potenzial der Menschen, die da halt eben unterwegs sind, die da wohnen, die da leben und auch dann irgendwie so ein Standort für Live-Spiele ja. In der Nähe haben wollen, schon nicht dumm ist, was da jetzt diese erste Saison bei rauskommt, müssen wir sehen. Ja. Phil, hau raus. Ja, ich kann mich der Meinung von Stefan nur anschließen, denn dadurch, dass sie eben nur so wenig Zeit oder im Vergleich zu den anderen Teams nur so wenig Zeit für die ganze Vorbereitung haben, das eine Wort ist gerade schon gefallen, Playbook. Wenn du da jetzt natürlich eher auf die, in Anführungszeichen, simplen Sachen gehen musst, weil es zeitbedingt einfach nicht möglich ist, da was Spektakuläres oder was etwas Ausgebuffteres auszuarbeiten, dann bist du natürlich für die anderen Teams auch relativ schnell zu durchschauen. Deswegen, das Wort vom Power Ranking ist vorhin auch schon gefallen. Ich glaube, da werden wir alle vier, die Leipzig Kings, eher noch ein bisschen weiter unten sehen. Interessant ist auf jeden Fall, dass er das mit Fred Armstrong ein Mann am Headcoach-Posten ist, der wirklich schon super viel Erfahrung hat. Und ich meine, der war Headcoach von Österreich, Schweden, Tschechien, den Nationalteams. Also ich glaube, der Coach hat es schon ganz gut in der einen Pressekonferenz gesagt, wenn das einer schaffen kann, in so kurzer Zeit diesen Haufen da zusammenzuwürfeln, dann jemand wie Fred Armstrong. Ja, genau. Ja. Ich hatte ja mit Fred Armstrong auch schon das Vergnügen, ihn einmal live zu treffen, als ich damals beim Tryout in Leipzig war. So ein lustiger Typ. Ich meine, jeder sagt es, jeder Spieler sagt es, der Typ ist lustig. Ich habe ihn nur eine halbe Stunde live erleben dürfen, aber ich musste so viel lachen. Aber man merkt auch, der wie fokussiert er aber trotzdem ist. Ja? Also der war dann auch wieder, also der, man hat es einfach gemerkt, der ist fokussiert, aber trotzdem möchte er von jedem Spieler, dass die das aus Spaß machen. Ja, die sollen da abliefern, die sollen alle 120% geben, aber sie sollen dabei Spaß haben. Und wenn sie es nachher verkacken, haben sie wenigstens Spaß gehabt. Das ist ja so, gut. Ja? Super Einstellung, ja. Richtig. So, darf ich nochmal ganz kurz reingrätschen? Ja. Wir sagen gerade, die haben einen super Headcoach. Sag mir denn mal in dieser Liga irgendein Headcoach, der nicht. Also, das ist ein echt guter Punkt. So wie du sagst, perfekter Punkt. Eigentlich haben alle Teams von vorne bis hinten, was das Coaching-Staff angeht, echt abgeliefert. Ich weiß, was du meinst. Also da, die einzigen, die man ein bisschen, aber nur wirklich ein bisschen rausnehmen muss, ist Berlin. Obwohl das auch ein super Kerl ist, aber rein von der Erfahrung als Head Coach. Und Frankfurt mit Köstling, weil er halt eben auch nur in Frankfurt
seine Erfahrungen hat. Ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie schlechter sind, aber die anderen, das sind natürlich echt Namen. Ne? Wenn man jetzt bedenkt, dass normalerweise auch noch ein Shuan Fataf in der Liga gewesen wäre als Head Coach. Und ich hoffe, er kommt noch. Ich hoffe, er kommt noch. Und ich hoffe, der Split. Sicher. Ich hoffe, der Split ist nicht zu groß gewesen. Man weiß ja nie, was da passiert ist. Weil warum geht Shuan Fataf nach Berlin auf einmal und bleibt nicht in der Liga und geht meinetwegen nach Köln oder nach... vielleicht war da auch der Armstrong schon lange geplant, man weiß es halt nicht. Aber ich hoffe, der Split ist nicht zu groß und der kommt auf jeden Fall in der Liga zurück. Stefan, hau das nächste Team raus. Wir hatten Leipzig, wir hatten Hamburg. Über wen sollen wir noch reden? Ja, dann direkt NRW, also Köln dann halt, ne? Also das ist jetzt eigentlich so, da muss ich mich direkt outen, auch wenn ich jetzt die Fanzone der Centurions aufgemacht hatte damals. Aber ich bin eigentlich kein richtiger Köln-Fan. Ich bin ein eigentlich sowieso eher ein Football-Fan, so wie wir es gerade auch schon von Björn gehört hatten. Es ist halt eben Football-Family und etc. Für mich ist es das nächste Team. Ich war dann aber begeistert von den Leuten, die da aufgetaucht sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Truppe, die da zusammengetrommelt wurde und die den Schritt gemacht haben aus Teams, die in der GFL spielen oder halt eben eher oft auch von niedrigeren Ligen. Ich glaube, dass da nichts Schlechtes zusammenwächst. Ich muss aber direkt sagen, und deswegen habe ich NRW genommen, ich weiß gar nicht, ob ich dran komme. Na, ich habe da oben eine schöne Käppi stehen. Ihr seht das Logo jetzt gerade gar nicht. Insgeheim bin ich ein Fan des zweiten Jahres. Sagen wir mal so. Ryan Fire. Yes. Ja, auch wenn die Kölner mich jetzt auch hassen werden dafür. Aber für mich müssen die im zweiten Jahr da auftauchen. Was auch immer das für andere Teams heißt. Rein vom Namen her, ich glaube, dieser Hype, der wäre nicht mehr zu toppen, wenn dann so tatsächlich Spiele stattfinden wie Frankfurt gegen Rheinfeier. Ja. Oh, wow. Mega. Wie sind alle Gänsehaut. Ja, da ist das Eröffnungsspiel, was wir Sonntag sehen werden, für mich Pipifax gegen. natürlich müssen die auch erstmal Spieler und Coach und so zusammenkriegen und vernünftige Stadion zusammenkriegen. Aber ich glaube, das Potenzial in NRW, vor allem an homegrown Spieler, das ist so riesig. Da sind so viele Spieler, die aus NRW kommen, die richtig was drauf haben, die echt eine Chance verdient haben, sich zu präsentieren, besser zu präsentieren, wie dann so Dinge, dass Düsseldorf die aktuelle Zweitligamannschaft schön gewinnt, aber keiner kann es sehen, weil der Livestream nicht funktioniert. Ja. Das sind bittere Sachen. Ja, das ist so schade und das soll nicht schmälern, die ganzen Leute, die da halt eben arbeiten, damit da überhaupt die Möglichkeit besteht, sowas zu sehen. Aber das ist halt bitter, ne? Man freut sich drauf, hat da vielleicht drauf hingearbeitet in der Kürze der Zeit dieses Jahr. Deswegen glaube ich, ich freue mich auf Köln. Ich glaube, dass die richtig geil auch mit Chris Isiala und Henrik, du bist ja da auch stark involviert und hast da direkten Kontakt zu dem einen oder anderen Spieler. Mit dem Kicker haben wir beide ja schon mal öfter geschrieben. Trotzdem, bei mir ist da im Herzen, in der Brust eine Sehnsucht, die ich nächstes Jahr hoffentlich erfüllt bekomme. Also da will ich gleich mal anfangen, weil wir hören ja auch ganz oft, die European League of Football wird nicht mal GFL-Niveau erreichen vom Spielermaterial. Da will ich gleich mal kurz zu Köln was sagen. In Köln spielen einige Spieler, ich will jetzt keine Zahl sagen und auch keine Namen, aber die sollten eigentlich in Braunschweig bei den New Yorker Lions anfangen. Und die New Yorker Lions suchen sich auch keine Spieler aus, die GFL Regionalliga-Niveau haben. Mhm. Und die haben sich aber für die Centurions entschieden. Ich will jetzt nicht gegen die Braunschweiger Lions, ein geiles Team, GFL, also ja, es soll jetzt hier nichts Böses heißen. Auf jeden Fall, die Lions wollten sie auch haben, sind jetzt zu den Centurions gegangen. Und ich wollte sagen, wenn die Lions sich die Spieler aussuchen, dann müssen das gute Spieler sein. Und wenn die jetzt bei den Centurions spielen, dürfen wir die Centurions auch nicht zu klein reden. Die haben auch ein bisschen weniger Training wie meinetwegen Frankfurt, Hamburg und Wroclaw. Ja, wir wurden heute korrigiert. Das heißt nicht Wroclaw, sondern Wroclaw. Also alle Leute da draußen, Wroclaw Panthers. Ja, also Breslau heißt das. Breslau. Ja, das darf man nicht sagen. Ja, das heißt, warum ja auch nicht? Ja, wir sind hier, also in Deutschland heißen wir sagen aber auch Breslau. Wir sagen auch nicht Köln Centurions, wir sagen Cologne Centurions. Also das ist nur eine deutsche Mannschaft, ja. Nee, aber ich wollte nur sagen, ich glaube, mit den Centurions ist echt zu rechnen. Die haben, wie gesagt, ein bisschen kürzeres Training wie die anderen Teams, aber ich würde nicht mal sagen, dass sie unbedingt viel, viel schlechter sind. Und
Chris Isiala. Ich war ja nur beim Scrimmage, wo Stuttgart leider nicht gekommen ist, dabei. Seine Mitspieler kennen ihn gut. Also es gibt nur zwei Optionen. Entweder sind seine Mitspieler nicht sehr gut, weil er kam immer durch. Oder er ist einfach so gut, dass du ihn gegenüber erstmal wen hinstellen musst, der ihn aufhalten kann. Also wirklich, so eine Maschine und dann auch so lustig dabei. Also so viel am Lachen, aber trotzdem, aber wenn der Spielzug in Gange war, dann war der on fire. Der ist ja nicht lachend durchgelaufen und hat gesagt, hier, sonst was. Da war er wirklich fokussiert und danach hat er halt ein Tänzchen gemacht, ein Breakdance. Also Hammer. Ich glaube, mit denen haben wir auch noch sehr, sehr viel Spaß und auch noch mit einigen anderen Spielern. So. Kann ich gleich mal reinquetschen. Da habe ich auch ein paar Sachen gesehen im Netz mit Chris Isiala. Auch Spielzüge und auch wie er da durchmarschiert ist. Gebe ich dir vollkommen recht, Alter. Der ist, wenn es um Football geht, wenn der Ball gesnappt ist, dann ist der so fokussiert und geht da so durch. Und ich, also Centurions sind bei mir nicht so gehypt, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich bin auf das Power Ranking so gespannt von euch, wirklich. Ja, die werden schon, ich glaube, dass man am Ende der Saison vielleicht doch mit denen rechnen kann. Also wie gesagt, im Ranking habe ich sie nicht so gut, mein Tippspiel sehen sie auch nicht so gut aus. Aber wie gesagt, das ist heute sowieso nur ein Schuss ins Blaue. Wir müssen erstmal die ersten 4 Wochen abwarten, bis du dir wirklich mal ein Fazit bilden kannst, um zu sagen können, man sagt ja auch, man macht ein Power-Ranking eigentlich erst nach dem 4. Spieltag. Wir machen hier heute Hanebüchen. Es ergibt genau. Ja keinen Sinn. Aber ich wollte einfach, komm, jeder soll mal seine Meinung sagen, ob es nachher genau andersrum ist, die Tabelle. Dann können wir uns vielleicht auch nicht mal unbedingt als ahnungslos hinstellen, weil eigentlich jeder in Deutschland ahnungslos ist und auch in Europa, weil man es gar nicht wissen kann. Ja, aber ja, eben. Es ist einfach nur ein Gefühl-Ding. Ich möchte wissen, was denken die Leute und was denkt ihr? So, Phil, ja. Komm, was hast du noch zu den Cologne Centurions? Ja, erstmal zu dem Punkt, dass diese Power-Rankings eigentlich, ich will nicht sagen für die Tonne sind, aber natürlich ist es absolut Schuss ins Blaue, aber das ist doch, also ganz im Ernst, wer sich einen Sport aussucht, egal ob das Football ist oder irgendeine andere Sportart, der philosophiert darüber, der hat da Bock drüber zu quatschen und mehr machen wir ja auch nicht. Ne? Das ist einfach nur just for fun, wegen der Freude am Spaß am Spiel, dass wir hier mal so 2, 3 Dinge raushauen. Und ob es am Ende stimmt, sei mal dahingestellt, ist ja vollkommen Wurst, aber wir haben es gemacht und es ist immer lustig und unterhaltsam, über sowas zu quatschen. Und bei Chris Isiala, natürlich, da steige ich auch sofort mit ein. Ich habe in der vergangenen Woche 2 separate Videos gemacht zu den jeweiligen Divisions der ELF. Und als ich zu den Centurions kam und es gewagt habe, Chris Isiala auszulassen, weil ich gedacht habe, ich lege mal das Hauptaugenmerk auf jemanden, der nicht so bekannt ist. Gott, habe ich sie gefangen. Wie kannst du den weglassen? Das habe ich mir auch gedacht. Warum lässt man den weg? Ganz im Ernst, ich glaube, auch ohne dass irgendein Mr. Nobody, wie ich es einer bin, den jetzt groß an die Glocke hängt, werden wir spätestens in Woche 2 jeder diesen Namen kennen. So einfach ist es. Ja. Eins will ich noch sagen, man muss es einfach erwähnen. Also Patrick Pötsch, ich muss ihn jetzt einfach erwähnen, weil er Botschafter von Football ist. Danke Patrick dafür und es gibt nachher auch noch was zu gewinnen, aber das erzähle ich zum Schluss, das hat auch noch mit Patrick zu tun. Und was ich auch noch sagen wollte, ist nur so ein kleiner Fun-Fact. Jeder von euch kennt Pat McAfee? Ja, klar. Und zwar ist bei den Cologne Centurions einer, der in einer Sache besser ist als Pat McAfee. Und zwar, der Kicker. Der Kicker, hier ist eine Unterschrift, Daniel Schumacher, ist Guinness World Record Holder mit verbundenen Augen aus 50 Yards ein Field Goal zu kicken. Pat McAfee hat das gegründet damals aus 40 Yards. Dann kam Highschool- oder College-Spieler. Ich glaube, ein College-Spieler, der hat es aus 45 Yards gemacht. Dann kam Corona und dann dachte sich Daniel, hey, komm, bevor ich darf eh nicht spielen, mache ich irgendwas Geiles. Hau ich mal einen raus. Hau ich mal aus 50 Yards einfach einen Ball durch die Stangen. Und ich muss euch sagen, ich war ja nur auf diesem Platz. 50 Yards ist verdammt weit. So, ich komme nicht mal mit einem Fußball, ich bin Fußballspieler, so bis zum Tor. Der rollt nicht mal mehr rein, der bleibt vorher liegen. Also das muss man, also 50 Yards ist... ja, vielleicht für einen Footballspieler jetzt nicht so das Ding, aber... Es ist eine Nummer. Und dann mit verbundenen Augen... Wenn du auf dem Feld stehst und in der Mitte und dann Richtung Field Goal guckst, das sind schon 2 Meter. Also das ist schon ordentlich. Jetzt darf ich nochmal einen Gruß schicken an unseren Kicker von den Kleve Conquerors, den Max, der macht das auch. Mit aus 55 denn? Bitte aus 55, weil du musst es ja toppen. Ja. Ich sag ihm das. 50 Yards und 3 Inches.
Aber Stefan, ich möchte eingeladen sein. Ja, Football möchte vor Ort sein, wenn der nächste Weltrekord gebrochen wird. So, ich frag ihn mal, ob er Lust hat. Phil, du darfst dir das nächste Team aussuchen. Oh, ich darf mir das nächste aussuchen. Ja, dann bleibe ich doch mal bei meiner Ecke und würde die Frankfurt Galaxy nehmen, weil das ist bei mir um die Ecke. Hendrik hat es gerade schon gesagt, Mainzer Bub oder in der Nähe von Mainz. Und allein vom Weg zum Stadion ist Frankfurt natürlich ideal. Wahrscheinlich 50 Yards. Auch. Also wahrscheinlich könnte Daniel da hinkicken, ja. 50 Yards und 3 Inches, hab ich gerade schon gesagt. Und die eine Info ist gerade eben auch schon gekommen, was das Coaching-Staff angeht. Wahrscheinlich das Team mit der in Anführungszeichen gesetzt geringsten oder wenigsten Erfahrung. Aber ich habe auch in meinem Video schon gesagt, was ist eine Erfahrung? Du kannst eine Sache auch 20 Jahre lang falsch machen. Ich wollte gerade sagen, oder der Football, der verändert sich ja auch. Viele Coaches bleiben dann auf ihren alten Schulen sitzen, was ich jetzt in der European League of Football nicht glaube. Aber er hat da auch diesen, also er hat ja später angefangen und er hat diesen ganz frischen, das ganz frische Material, sage ich mal, und nicht mehr diese alte Schule. Ja, deswegen muss es nicht mal unbedingt schlechter sein. Ganz wie, ja. Wie gut er im Endeffekt sein Team nachher hinkriegt, werden wir sehen. Ich würde es jetzt aber nicht mal, er ist nicht so der Name wie Martin Hanselmann oder ein Ted Dasher oder meinetwegen auch ein Armstrong, aber... Genau. Ich muss aber schon sagen, dass also gerade in Frankfurt, ich finde, das ist ja schon für den Head Coach oder fürs Coaching Staff generell, was die Roster-Tiefe angeht, ist ja schon ein bisschen ein Luxusproblem, was da herrscht. Also wenn man sich das mal anguckt, was da für Namen zu sehen sind, also ich muss jetzt nicht nur Jacob Sullivan, Quarterback, erwähnen, aber da ist ja schon viel Potenzial und ich glaube, auch wenn die Erfahrungswerte vom Coaching-Staff relativ gering sind, kann man da viel mitarbeiten. Vor allem, das Team kennt sich, ne? Das ist der Vorteil. Ja, ganz genau. Coaches genau und Team kennen sich, egal wie lange die Coaches aktiv sind oder nicht. Ja, das soll auch nicht schmälern, aber sie sind halt eben nicht so lange dabei. Den jungen Mann in Barcelona kann eh keiner toppen, von der Erfahrung her, glaube ich. Aber die kennen sich halt, die Spieler und die Coaches bei Frankfurt. Wie steht ihr zu diesem Hype, der so hochgekocht ist, Hamburg gegen Frankfurt, das erste Spiel? Das wird immer verglichen mit dem World Bowl 2007. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich ziehe da überhaupt gar keinen Vergleich. Nee, weil null. Zwei komplett neue Teams. Gut, Hamburg hat damals gewonnen. Hamburg hat aber auch schon oft gegen Galaxy in der NFL Europe verloren. Also ich verstehe nicht, weil ich werde immer darauf angesprochen, ja, und das ist wie früher. Und ich sage, nee, Leute, das ist überhaupt nicht wie früher. Das sind zwei komplette Teams. Das sind zwei andere Trainer. Das sind zwei komplette Mannschaften, neue Mannschaften. Du hast in beiden Teams hast du natürlich ein paar Namen. Wenn wir nur Hamburg nehmen, Idebali und den Quarterback. In Frankfurt, Sullivan, genau, bin gerade nicht drauf gekommen. Aber ich erwarte da eigentlich gar nichts. Ich habe auch mein Spielstand für das Spiel ist relativ gering für ein Footballspiel, weil ich einfach glaube, dass da nicht so viel passieren wird. Allgemein in den ersten Spielen. Die werden sich alle nur abtasten und gucken, was geht. Die brauchen Videomaterial über die anderen Teams, um zu gucken. Deswegen, da wird keiner jetzt gleich am Wochenende die Mega-Bombe raushauen. Also davon bin ich überzeugt. Ja, du Björn, da steige ich gleich nochmal mit ein, weil wir hatten ja, bevor wir das Video gestartet haben, haben wir ja noch ganz kurz über die Namensrechte gesprochen. Und ich glaube, das ist auch einfach einer der Hauptpunkte. Ja? Also die Sea Devils und die Galaxy, das ist bekannt. Und allein aus Promotion-Zwecken hast du da das als Eröffnungsspiel gewählt, um einfach mal einen rauszuhauen und vielleicht die Leute sofort ins Boot zu holen, die sagen, oh, da war mal irgendwas gewesen. Ich denke auch. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber es ist ja gar nicht das Eröffnungsspiel. Das erste Spiel. Ja, aber Entschuldigung, ja, das, was öffentlich gezeigt wird auf ProSieben Max, ist es aber, glaube ich. Ne? Genau. Ja, sowas so so gewesen. Entschuldigung. Das Highlight-Game, ja, Highlight-Game, ja. Was ich dazu sagen wollte, man muss ja auch mal zurück an die NFL Europe denken und ich habe ja nur mit vielen Menschen geredet, die dann damals auch schon als Fan oder auch als Funktionär da irgendwie schon gearbeitet haben. Und Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils war jetzt gar nicht so das Duell. Die standen halt im World Bowl im letzten zusammen, was ein Zufall, warum das jetzt ein bisschen gehypt wird. Das kommt sogar mehr von Hamburger Seiten, weil die es damals einfach nicht mit gerechnet haben, dass sie das Ding wirklich gewinnen, weil Frankfurt die Nummer war und Hamburg der Underdog sozusagen. Der Underdog. Aber eigentlich, ich glaube, Rheinfeier und Galaxy, da wären alle schon mehr Feuer und Flamme. Auch wenn es komplett andere Teams, wie du recht, aber da stand früher eine Rivalität, sage ich mal, oder übertrieben gesagt.
Aber mit Hamburg und Frankfurt, das war gar keine so große Rivalität, wie sie es jetzt alle hinstellen, ja. Aber ganz ehrlich, über dieses, ich sag jetzt mal, das Aufregen, egal ob jetzt in irgendeiner Gruppe unter irgendwelchen Videos, die was besprochen haben oder nicht, über diese Aussage World Bowl oder World Bowl, was auch immer nicht oder keine Ahnung, da regen sich nur die drüber auf, die schon, sagen wir mal, ja, sich zu den Cracks oder zu denen, die sich da viel mit beschäftigen, zählen, die der gemeine Football-Gucker, der Sonntagnachmittag jetzt an den Fernseher gelockt werden soll, den interessiert das einen ganz großen Haufen. Das geht im Prinzip eigentlich darum, hast du was zu erzählen, hören die Leute dir zu. Wenn du nichts zu erzählen hast, hört dir auch keiner zu. Und das ist natürlich viel geiler, wenn du sagen kannst, ey, die beiden standen im letzten Spiel sich gegeneinander. Promo wenn, halt, ja. Ganz genau. Ja. Ja, das ist, es ist halt einfach ein Erzählen. Deswegen brauchen sie auch bestimmte Leute. Deswegen ist auch Coach Isume so viel im Einsatz. Man könnte auch die ganze Zeit über Jelko Kereitscher schreiben. Ja. Aber das ist halt nur halb so cool, wie wenn du Coach Isume da stehen hast. Nee. Weil dann halt eben Bromantiker, RAN-NFL-Fans und etc. halt auch alle mit aufspringen. Und das braucht dieser Football. Ohne das geht das nicht. Da kann man noch so dagegen sein und keine deutschen Kommentare mögen oder was weiß ich. Aber ganz grundsätzlich, wenn du nicht genug Leute im Fernsehen hast, die das gucken, dann wird es keiner von uns sehen. Ja. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Du brauchst alle, die da auch nur ein bisschen Spaß dran haben an der ganzen Sache. Und das zieht sich durch alles, egal ob du dann nachher im Stadion irgendwelche Power-Partys, wo es wegen Leute dann da hingehen und nicht wegen dem Footballspiel. Ich wette mit dir, auch dieses Niveau, was immer wieder gesagt wird, alleine die das von meinem Empfinden her, was wir gesehen haben in den kurzen Instagram-Videos von dem TV-Bild-Test in Hamburg, das sieht einfach anders aus. Das ist halt eben nicht das, was wir von deutschem Football im Moment gewöhnt sind, was bei Sport 1 gezeigt wird oder so. Ach ja, hör bloß auf. Ja, und es deswegen dieses, das rückt das in ein ganz anderes Bild. Ja. Und wenn jemand einen Touchdown fängt und danach schön zelebriert, da ist das völlig egal, ob das jetzt ein simpler Gott-weiß-was-Pass war oder das Ding war mit einer Hand aus 3 Meter Höhe gefangen. Ja. Hauptsache, der macht einen Touchdown, feiert danach und das Ganze konnte man gut sehen und ist nicht da passiert, wo das Bild zu Ende war. Ja, also deswegen so ein bisschen, es gehört halt eben das Marketing dazu und am Ende muss es halt alles gut aussehen, damit alle Spaß dran haben, sonst regen wir uns nämlich da genauso drüber auf. Ja, ich meine, die haben da ja in Hamburg bei dem Testspiel, ich habe auch ein paar Videos gesehen, die haben da schon ein bisschen was auf die Beine gestellt, ne? Also schön mit Scrimmage-Line eingeleuchtet, wollte ich schon sagen, eingespielt und Spielerstände, dies, das. Also ich glaube, das wird schon eine geile Nummer. Also ich weiß nicht, habt ihr irgendwas von anderen Teams gesehen, dass sie da TV-Probe gemacht haben oder sowas? Das war nur in Hamburg. Hamburg, weil da der Hauptsitz ist. War das nur mit dieser richtigen Produktionsdings war nur in Hamburg, wie ich es mitbekommen habe. Also Das wäre jetzt zum Beispiel was ich von dieser Pressekonferenz erwartet hätte, die jetzt gerade gestern an den Start gegangen ist, dass man da so ein bisschen die Fans schon mal in die Stimmung versetzt, wie wird es später aussehen, das Produkt, wenn es dann wirklich übertragen wird. Sowas hätte ich jetzt zum Beispiel gestern gerne gesehen. Ja, so ein kurzes 2-Minuten-Video, ganz cool mit diesen Linien, vielleicht mal ein kurzer Spielzug. Die sollen ja gar nicht ihr Playbook öffnen, die sollen einfach nur den Menschen zeigen, wie es halt aussieht. Aber wir waren ja noch in Frankfurt, deswegen will ich auch mal kurz zu Frankfurt zurück, weil Hamburg hatten wir eigentlich schon, das können wir ja gerne nächste Folge nochmal drüber reden. zu Frankfurt, ich hatte ja gerade vor kurzem Jonathan Silva in Football Meets Your Öster, auch auf meinem YouTube-Channel, ist noch nicht veröffentlicht, aber demnächst. Und mit dem habe ich dann auch gesprochen, gerade wegen seinem Bruder, der macht ja den Podcast zusammen mit Kasim Ilbali. Da habe ich ihn mal gefragt, wer ist eigentlich der bessere Linebacker, du oder dein Bruder? Und er hat aber auch gesagt, ehrlicherweise, ja, mein Bruder. Er hat zwar später angefangen, auf der Linebacker-Position zu spielen, aber der soll ein richtiges Brett sein. Ja, wo wir mal kommen, ist es kein NFL-Star, ja, wie es denn halt in Hamburg der Fall ist. Aber trotzdem, da werden wir halt mal sehen, okay, was sind die Homegrown-Player? Vielleicht sind die ja viel, also ich will jetzt nicht sagen viel besser, das hört sich immer doof an, aber vielleicht sind die mindestens genauso gut und die waren halt einfach nicht in der NFL. Mal abwarten, ja, also. Viele kriegen ja auch gar nicht die Chance oder haben nicht die Möglichkeit, rüberzugehen, weil das ist ja auch immer eine Sache von Geld. Kann ich rübergehen? Kann ich da studieren? Wo wohne ich? Wo dies und das?
bei dem einen passt das, bei dem anderen eben nicht. Und die versuchen dann halt hier in Deutschland in der GFL oder sonst wo irgendwie Fuß zu fassen und gut zu spielen. Ich will gar nicht abschreiben, dass es hier in Deutschland gute Footballspieler gibt. Also definitiv, hier gibt es wirklich bestimmt gute Spieler, die auch in der NFL Fuß fassen könnten. Davon bin ich überzeugt. Aber es hängt immer an den Möglichkeiten. Gerade Amerika, das ist ja sowieso diese Auswahlkriterien. Wenn du überlegst, wie viele College-Spieler das gibt, ja, wie viele es dann im Endeffekt in die NFL schaffen. Und von denen, die es dann da reinschaffen, wird ja die sowieso nochmal, ich sag mal, 10%, 15%, 20% nachher sowieso wieder ausgeforscht, weil die brauchen sie nicht. Kommen andere Spieler. Ne? Also das ist so, das glaube ich schon, dass es hier in Deutschland wirklich Leute gibt, die auf dem Niveau spielen. Hundertprozentig. Liegt am Ende halt auch tatsächlich daran, dass die in Amerika natürlich damit aufwachsen, aber halt das auch professionell betreiben können. Ja, dass sie halt wirklich nicht nebenbei noch arbeiten oder studieren oder was weiß ich, oder zumindest nicht müssen, sagen wir so. Und halt eben dann die Möglichkeit hätten, ich sag mal, wenn da einige Leute in Deutschland oder Europa, ja, aus Frankreich sind ja jetzt auch in der Liga die ein oder anderen echt klasse Leute, aus Polen, aus Spanien sicher auch, wenn die Möglichkeit haben, jeden Tag professionell zu trainieren über einen längeren Zeitraum, kommst du auf ein anderes Level, ganz automatisch. Ja. Und das hoffe ich mir in zwei Jahren, dass das halt eben dann immer mehr Spielern ermöglicht wird, dass sie das einfach professionell betreiben können, um dann diese Liga insgesamt nach oben zu heben. Das fände ich einfach geil. Ich wollte gerade sagen, man muss ja nicht mal unbedingt ein Sprungbrett werden. Warum kann denn die European League of Football auch nicht die Endstation werden? Wer weiß, was in 5, 6, 7 Jahren ist. Ich meine, dass sie keine Millionäre wahrscheinlich in den nächsten 7 Jahren werden, bin ich mir sicher. Das wird nicht passieren. Aber wenn es denn mal eine schöne, schmale Mark gibt, wo man im Wesen in dieser Zeit vielleicht nicht arbeiten müsste oder nicht so viel oder noch studieren kann nebenbei, dass man sich aber sehr auf den Football konzentrieren kann, dann wäre es ja schon mal ein super Highlight, um sich noch besser zu werden. Es ist alles Traum und alles Wunschdenken. Ob das passiert, werden wir sehen, aber möglich ist alles. Und wenn das ist ja auch das, was Coach Izumo eigentlich von Anfang an schon gepredigt hat, dass das jetzt der Anfang ist von einer Geschichte, die eventuell ganz groß werden kann. Ich bin auch nicht ganz bei dir, Henrik, dass so die ersten 2, 3 Jahre wahrscheinlich da, was gerade so die Geschichte, nicht so viel passieren wird. Aber ich denke, dass wir schon im Gegensatz zur ersten auf die zweite Saison, wenn das denn jetzt funktioniert, und das drücke ich wirklich die Daumen, dass wir da schon eine ganz schöne Steigerung sehen werden und dass es dann immer und immer weitergeht. Die NFL ist auch bei null irgendwann mal angefangen. Ja. Ne? Die waren auch nicht gleich da, wo sie jetzt sind. Haben 103 Saisons oder 102 Saisons gespielt. Da muss die ELF ja erstmal hinkommen. Genau. Das ist so. Absolut richtig. Absolut richtig. Und das ist auch so, was ich so unheimlich schade finde, ist jetzt diese Corona-Kacke, dass sie nicht gleich ihre Stadien voll machen können, weil wovon lebt denn so ein Football-Team? Von den Fans. Richtig. Von den Fans und von dem drumherum. Richtig. Ich möchte mal zum nächsten Team kommen, um mal wieder ein bisschen zurück in die Spur zu finden. Und zwar möchte ich mir gerne das Team aussuchen. Also erstmal Leute, die da draußen zuschauen, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie irgendwelche Scheiße reden, ja, haut's in die Kommentare. Oder schreibt uns bei Facebook, bei Instagram, schreibt uns einfach an und sagt, was wir vielleicht auch zukünftig verändern können, was wir mit reinnehmen können. Also wir möchten gerne auch, dass ihr ein bisschen mitentscheiden könnt, aber nur so ein bisschen natürlich, weil eigentlich geht es hier um uns, wir sind die Stars. Ja, nein. aber was ich sagen möchte, ich möchte zum nächsten Team kommen. Ich hatte nämlich wieder mal ein Interview, der Gast leider auch noch nicht, also habe ich noch nicht veröffentlicht, aber er hat gesagt, die haben das, sind das jüngste Team mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Barcelona Dragons. Barcelona, ja, bin ich dabei. So, Phil, hau raus. Wahrscheinlich kommst du wieder mit dem Head Coach. Adam Reiter, ne? Adam Reiter, der Alter 80, 75, so in dem Zeitfenster. Dazwischen hängt er, ja. Irgendwo. Ja. Ja, auf jeden Fall auch wieder so ein Typ Feld, mit. Ne? Bitte? Ist der älteste im Feld, ne? Auf jeden Fall. Mit Abstand. Ja. Mit 100 Monden Unterschied. Ja. Und er möchte nicht als Trainer bezeichnet werden, auch wenn Coach auf Deutsch Trainer heißt, für ihn ist Trainer, ich will nicht sagen abwertend, aber in Amerika ist Trainer sowas wie ein Fitnesscoach halt, ja, oder deswegen, er möchte nicht als Trainer betitelt werden, auch wenn das Deutsch Trainer heißt, will ich nur mal so in den Raum. Ist ja so ähnlich wie bei den Amis, ne? Der Trainee ist der Auszubildende. Ja, ne? ja.
Da habe ich ganz tolle Ärger von ihm bekommen, als ich ihn versehentlich als Trainer geschrieben habe. Da hat er gesagt, ich hoffe, das war ein Übersetzungsfehler, weil ich bin kein Trainer. Ich dachte, mein Fehler. Ja. Nee, hau mal raus. Ah ja, Barcelona ist so ein bisschen. War das bei mir? Nee. Barcelona ist so ein bisschen, ich will nicht sagen rotes Tuch, aber schwierig einzuschätzen. Ich mag Zach Edwards, den QB, sehr, sehr gerne. Und Mario Flores, dem Wide Receiver, habe ich auch schon das eine oder andere Tape gesehen, fand ich auch sehr beeindruckend. Aber die große Roster-Tiefe kann ich jetzt nicht so covern. Ich freue mich einfach drauf, zu sehen, was von den erfahrenen Leuten, was das Headcoaching angeht, da zu sehen sein wird. Irgendwer rauscht da? Björn, bist du das? Erzähl, sag mal was. Nee, ja, weiß ich nicht. Rauschig? Keine Ahnung. Nee, du bist es nicht. Okay. Und Stefan? Unschuldig. Ich glaube, bei mir auch nicht. Also es ist, glaube ich, irgendwie vielleicht irgendwas anderes, was da hat sich schon einer reingehackt, der möchte unsere E-Mail-Adressen haben wahrscheinlich. Ja. Ja, Stefan, erzähl mal. Barcelona Dragons. Ah, warte mal, Phil, warst du schon fertig? Nee, bitte, hau raus. Ja, Stefan, sag was. Schwieriges Thema. Ich würde sagen, von der Basis her, das Team mit dem, ja, nicht böse gemeint, aber mit dem schlechtesten Spielerpersonal, das zur Verfügung stand. Und ich betone stand, weil ich glaube, dass die Jungs da mit dem, was die da jetzt an Coaching geboten bekommen haben, sich sehr schnell weiterentwickelt haben, dass die ein paar echt freshe Jungs da dazugeholt haben. Und ich glaube, dass das das einzig Richtige war, nicht am Ende da als, was waren es, Gladiators Barcelona, sondern halt eben als Dragons. Das ist eine Hausnummer in Spanien. Da haben die nochmal richtig Leute mit aktiviert, dass die halt eben da was wieder aufbauen. Ich würde sagen, ist sicherlich ein Team, was sich schwer tun wird. Ja, also ich glaube, dass sie nicht die Kadertiefe haben. Aber ich glaube trotzdem, wenn dann die Teams nach Spanien reisen müssen für ein Auswärtsspiel, dass die da so ziemlich alles schlagen könnten. Weil das ist ja auch mal eben eine Sache, die Anreise ist ja immens. Mal ein Meter, ne? Bis da 50 Yards. 50 Yards circa. ja, aber was ich sagen muss, und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das bei den Panthers ist, die trainieren auch sehr viel, aber sehr viel. Aber was ich von den Barcelona Dragons höre, ich habe das Gefühl, die sind, seitdem sie gegründet sind, im Camp. Ich glaube, die sind noch nicht aus dem Camp wieder rausgekommen. Ich glaube, die sind im Dauercamp. Die sind nur am Schuften, das stimmt. Außer freitags dürfen sie kurz ein Barbecue in Hawaii-Hemden machen, aber ansonsten sind die ganze Zeit im Dauercamp. Ach, falls ihr, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, die sind auch direkt aus dem Schulbetrieb da in die Mannschaft gekommen, ne? Also die spanische Liga hat ja quasi vorher noch gespielt und ging quasi erst los, wie dann bei denen das Training der Dragons losging. Also die sind noch im Spielfieber quasi. Ja. Das habe ich auch gehört. Aber ich glaube wirklich, da muss ich Stefan recht geben, was du zu Anfang gesagt hast, dass die sind, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und ich glaube auch dieser Punkt, dass wenn du jetzt aus Frankfurt oder Stuttgart oder wo auch immer dann nach Barcelona reisen musst, dass die Dragons da einen echt großen Vorteil haben werden. Ja. Also ich glaube, mit denen ist zu rechnen, auf jeden Fall. Also ich hatte ja ein Interview mit Nico Lester, das ist ja ein Deutscher, oder halb Deutsch, halb Amerikaner. Und der hat auch gesagt, er war vorher noch, ich weiß nicht, hießen die schon Barcelona Dragons oder hießen die ähnlich? Ich weiß es gar nicht. Barcelona Drags oder so. Ach so, okay. Genau, das hat er gesagt. Er kam jetzt ein bisschen später zum Team und einige seiner Kollegen auch. Aber als er da ankam, hat er, wow. Das Camp, das hat's auf sich. Also die progressen da richtig. Ja. Und ich finde mit das schönste Stadion der Liga. Definitiv. Das ist wirklich nicht groß, aber ich glaube, das ist für Football genau das Richtige, vor allem für da das Richtige. Besser ein kleines Vollmachen, was schnuckelig ist, wo Stimmung aufkommt, wie irgendeine große Schüssel, die nachher halb leer ist. Oh ja, Stefan, war das nicht ich bin mir nicht sicher, war das nicht in Polen, in diesem Riesenstadion, wo irgendwie 50.000 Leute reinpassen? Ja, war das, das größte Stadion der European League of Football, ja. Stefan, wie weit ist das Stadion weg von Barcelona? Weißt du das gerade? Irgendjemand hat mal gesagt, eine Stunde Fahrt ist das.
Ach, das geht doch noch. Ich dachte mehr. Ich habe irgendwas gelesen, dass es saumäßig weit weg ist. Aber mancher Spieler fährt auch eine Stunde zu seinem Team. Also von daher ist es doch ganz okay. Also ich meine, es war eine Stunde. Also lass mich lügen, aber ich meine irgendwie so Richtung 100 Kilometer. Okay. Also es ist halt nicht mehr wirklich Barcelona, aber Berlin oder ähnliches, wenn du so Großstädte hast, da musst du auch zwei Stunden fahren. Durch die Stadt musst du auch 2 Stunden fahren, ja. Ja. So, Stefan, komm, du darfst das nächste Team aussuchen. Wen hatten wir denn noch nicht? Dann würde ich doch, wir hatten gerade Breslau noch, glaube ich, die haben wir noch nicht gehabt. Nee, hatten wir noch, oder? Genau. Breslau, ich sag's extra. Wroclaw. Wroclaw. Ja, was soll man denn dazu sagen? Die Jungs sind definitiv diejenigen, die am längsten schon am Trainieren sind, die auf eine bestehende Struktur zurückgreifen, ein bestehendes Team, was mehrfacher polnischer Meister ist. Und so. Was ein festes Sponsoring hat, wo eigentlich nicht mehr viel passieren musste, damit die einfach starten können. Auch keine kleinen Namen, also so Sachen wie DPD oder KFC ist es, glaube ich. Die muss ja mal dabei haben und das passt ja dann auch so ein bisschen zu der Liga. Das Stadion ist natürlich grundsätzlich erstmal cool. Es ist natürlich eine Hausnummer, das voll zu machen oder so zu machen, dass das angenehm ist. Aber es hat einen eigenen Kunstrasen-Footballfeld eingezeichnet. Das kann kein anderes Team bieten in der Liga. Da wird kein Fußball drin gespielt. Das ist ein reines, also nicht ein reines, ich glaube, irgendwas Lacrosse. Rennen. Ach, Lacrosse, achso. Lacrosse und dann außen Motorspeedway wird da noch gefahren. Ja, das ist schon mega cool, ja. Ja, also es ist ein cooles Stadion, ganz bestimmt. Ich glaube, dass die die sind am besten eingespielt, definitiv. Da wird wohl kein anderer mithalten können. Direkt wieder aufs Power Ranking. Für mich sind sie halt eben nach unten gerutscht, dadurch, dass der Quarterback gewechselt werden musste. Das werden wir auch vielleicht, befürchte ich, in der Saison noch ein, zweimal sehen, dass irgendein Team verletzungsbedingt oder halt eben auch durch irgendwas, so wie man es auch in der GFL und so gesehen immer wieder sieht, ist in Amerika Oma krank oder ähnliches, dann ist so ein Spieler auch gerne mal weg, weil die verdienen ja nun mal keine Millionen. Aber auch das wurde ja schon öfter gesagt, ein Importspieler ist auswechselbar. Ein Homegrown-Spieler nicht. Nicht. Stefan, da kannst du auch mal kurz was zu sagen. Wie viele amerikanische Spieler haben dich schon angeschrieben, dass du die mit irgendeinem Team vermitteln sollst? Hast du gezählt? Letzte Tage noch einer. Ja. Das habe ich noch in der Gruppe dann tatsächlich reingesetzt. Also ich würde sagen, es waren schon so 2 Dutzend, die mich angeschrieben haben. Bewusst, dass sie halt eben, ich will spielen, aber auch halt eben wirklich gefragt haben teilweise, gibt es irgendwelche direkten Kontaktdaten, ich möchte in die Elf rein und ähnliches. Obwohl das nur eine Infogruppe ist, ne? Das ist bei meinen ersten 3, die mich angeschrieben haben, habe ich tatsächlich sogar noch gesagt, okay, habe ich die Trainer angeschrieben, ich dann suchte noch wen, da haben sie alle gesagt, nee, Amerikaner haben wir voll, aber die taten mir irgendwie auch so leid, die fragen mich und ich dachte, okay, ich habe ein bisschen die Connection, ich versuche es mal, aber zum Schluss sage ich immer, sorry, ich habe nichts mit der European League of Football zu tun. Und dann ist das Ding für mich durch, ja. Also, weil ich hätte zu Anfang dachte ich, okay, einer schreibt, wow, ja, aber es waren zu viele. Ja, viele. Da sieht man aber auch, dass es halt eben einfach nicht die Menge, noch nicht die Menge an Punkten gibt, wo gesammelte Informationen zusammenkommen. Ja. Okay, die Seite ist mittlerweile dann doch sehr informativ, die Homepage der Elf. Aber es war ja monatelang so, dass tatsächlich 90% der Informationen sich auf der Facebook-Seite sammelten oder auf den Fanzone-Seiten. Um dann gleich nochmal zu nach Breslau, also zu Wroclaw. Das war nämlich auch so eine Sache, weil du ja die Infogruppe bist, ne? Also die Wroclaw Panthers haben eine eigene Homepage, aber die zur Zeit, als sie noch in der polnischen Liga gespielt hat, war die eigentliche Homepage Halftime PL. Das war nicht mal war keine offizielle Homepage, das war auch eine von irgendwie gegründet und da haben dann alle Fans und auch alle Spieler haben sich über diese Seite informiert. Wie bei dir. Keiner geht auf die Homepage oder die wenigsten, alle gehen in die Infogruppe und informieren sich. Ja? Du bist sozusagen, Coach Izume ruft ihn nur an. Auf der Homepage von Elf, da stand ja bis vor 14 Tagen auch noch. Ja, ich wollte es gerade sagen, ja. Und auch heute, also wie gesagt, nochmal auf die Pressekonferenz von gestern.
Hätte man sich schenken können. War halt rein für den Unwissenden und für so Sachen wie Bild-Zeitung und Sportschau. Ja. Ja, ja. Also für die war das jetzt am Ende, würde ich sagen. Das hast du auch dann an den Medienvertretern gemerkt. Ja. Und an den Fragen der Medien. An den Fragen, ganz genau, an den Fragen der Medien. Ja, die waren auch relativ schnell zu Ende. Ich glaube, 3 Fragen. Ich dachte, Alter, das ist eine neue Liga. Mir werden so viele Fragen. Ganz im Ernst, bei der Qualität von den 3 Fragen hätte ich auch sofort beendet. Ja, möchtest du noch irgendwas zu den Panthers sagen? Hier, Phil, du hast noch nichts gesagt. Hast du noch irgendwas? Ich kann mich nur anschließen. Also ich hatte die Panthers weit oben, was auch das Power Ranking angeht. Ich glaube sogar, dass es keinen großen Unterschied, aber dass es nicht so sehr ins Gewicht fallen wird, dass jetzt Quarterback ausgetauscht werden musste, weil ich halte die Panthers für so eine qualitativ hochwertige Franchise oder so ein qualitativ hochwertiges Team, dass die genau wissen, wen die sich da als Ersatzmann ins Boot holen. Deswegen sehe ich die Panthers trotzdem noch weit oben. Und wer weiß, vielleicht startet er auch gar nicht sofort und die hatten ja dahinter auch einen zweiten Quarterback, der ja auch nicht schlecht ist. Dass er dahinter vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, aufgebaut, das wäre Quatsch, aber erstmal, dass er sich vielleicht 1-2 Spiele erstmal einspielt, also im Hintergrund und dann er startet, das weiß man ja alles nicht. Dann lass uns zum nächsten Team. Sind denn noch 2 übrig, wenn ich richtig liege? Lass uns mal in die Hauptstadt, genau. Ja. Phil, sag was. Ja. Ja, oder Berlin, das Thunder. Ja, wer jetzt? Phil. Fang an, Phil. Ich fang an, ja, Berlin. Gut. Bitte der Nächste. mein rotes Tuch. Alles klar, Björn, hau raus. Berlin, ja, kann ich auch nicht viel sagen. Ich habe sie ja live gesehen beim Scrimmage in Hamburg. Wer ein paar Videos gesehen hat, der hat schon gesehen, dass die Berliner, die sind schon auf Zack. Die machen ihr Ding gut. So namenstechnisch, ich weiß gar nicht, wer da so spielt, ob da irgendwelche Highlights drin sind. So sehr befasst habe ich mich mit Berlin eigentlich überhaupt nicht. Aber das, was ich gesehen habe auf dem Feld, das hat mir schon ganz gut gefallen. Ein bisschen aggressiv, die Berliner. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Oder die Hamburger zu weich, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, das kann auch sein. Es gab da 2-3 Situationen auf dem Spielfeld, wo Izume beide Headcoaches rangeholt hat und die zur, Leute, hier, das ist ein Testspiel und kein Ernst. Ne? Also es gab da 2 ganz heftige Situationen, wo die echt aufeinander losgegangen sind. Mag aber auch in der Hitze des Gefechts gelegen haben. Aber sonst hat mir das gefallen, was die Berliner gezeigt haben. Und trotzdem habe ich sie ziemlich weit unten. Ich hätte vielleicht doch noch einen, den ich erwähnen könnte. Und das wäre der Quarterback, der Calvin Stitt. Bei dem habe ich in der Tat schon das ein oder andere Materialvideo gesehen. Was bei ihm interessant ist, ist Linkshänder. Das ist so eine Sache, die wir nicht so oft sehen, weil auch komplett das Spiel gespiegelt wird. Immer eine coole Sache. Aber restliches Roster. Also man muss so Calvin Stitt auch sagen, dass gerade von vielen, die ja so ein bisschen, ich nenne sie nicht mal Hater in meiner Gruppe, ich nenne sie starke Kritiker, die haben den ja so schlecht geredet. Man hat nur seine Highlights gesehen, klar, die waren gut, aber guck dir mal einen Spieler an, der wirft nur Scheiße und was nicht alles. Lass uns überraschen, ob er wirklich so eine große Nummer ist oder ob die Kritiker, die Starken, nachher recht haben. Ich kann es euch auch nicht sagen. Ich hatte zwar ein Interview, aber klar, jeder stellt sich gut hin. Ich habe auch nur die Highlights gesehen und Highlights sind aber Highlights. Ja. Hast du mit Calvin Stitt gesprochen auch? Gesprochen nicht, das habe ich alles in schriftlichen Format gehabt. Ach so, okay. Frage, das waren doch, ich bin da jetzt ein bisschen unsicher, aber die Berliner haben doch, das ist doch ein europäischer Spieler, der Quarterback, oder? Das ist kein Ami, ist Brite, oder? Brite. Ja. Genau, das war das, was ich im Hinterkopf hatte und was ich dazu sagen muss. Da werden sich die anderen Teams nämlich darauf einstellen müssen, dass die 2 Amis als Running Back, als Receiver oder richtig, 2 Receiver am Platz stehen haben. Und das heißt, du musst dich nicht nur um einen Spitzenspieler kümmern, sondern wenn sie gute Jungs ausgesucht haben, haben sie da mit 2 zu kämpfen. Und wenn dann der Quarterback einen halbwegs guten Job macht, muss man mal gucken, wie dann anderen Teams damit umgehen. Ne? Also das muss man, das ist sicherlich ein Vorteil. Und ich glaube, auch wenn ich selber das Team auch nicht ganz so hoch oder ziemlich tief habe im Rating, auch aufgrund des Trainings, muss ich da in Berlin sagen, viele denken, die sind auch erst, ich sag mal, genauso lang dran wie Leipzig
Und das ist nicht so ganz korrekt. Also das Berliner Team ist im Großteil sicherlich schon genauso lange, ich sag jetzt mal auf dem Zettel, auf dem Papier zusammen, wie Stuttgart oder andere Teams. Ja, weil es war ja... Nur halt nicht öffentlich. Nur halt richtig, nicht öffentlich. Richtig, weil es war ja vorher schon Berlin Thunder mit Roman Motzkus und das Team bleibt das Team, nur dass die obere Etage hat sich halt ausgetauscht. Ansonsten ist es teilweise, also klar kam später auch noch welche dazu, aber teilweise ist es das Team, was auch bei Roman Motzkus schon da war. Ja. Genau. Wobei da auch dann tatsächlich scheinbar noch der ein oder andere Spieler sich dann doch gegen Thunder entschieden hat und bei den Adlern gelandet ist. Weil Schuhen Vertaf ist natürlich ein Name, ne? Ja. Das ist dann. Aber ich glaube, also das ist halt eben, ich werde ich auch gleich beim Ranking, muss ich noch was dazu sagen. Ich glaube, dass die überraschen werden und dass da in Berlin auch ziemlich was an der Fanbase, ich glaube, dass da das größte Potenzial ist, um wirklich größer zu werden. Ich finde das cool, dass sie mittelfristig in den Jahnpark heißt das Stadion, ne? Gehen können. Also ein bisschen was Größeres. Ich glaube, dass da in Berlin das Potenzial ist, auch nicht nur Berliner, sondern vielleicht internationale Zuschauer und Ähnliches daran zu locken. Und auch den Osten, der so ein bisschen nördlicher ist, weil Leipzig ist ja, also vom Osten gesehen her ein bisschen südlicher. Ich sag mal, Mecklenburg-Vorpommern da oben, die werden wahrscheinlich auch, wenn sie nicht gerade zu den Zivils nach Hamburg rüber rutschen, auch nach Berlin runter. Ganz, ganz genau. Wandern. Oder auch Hannover und Braunschweig, ich glaube, obwohl das ist schwierig, ich weiß es nicht. Ich will da jetzt auch nichts falsch sagen. Ja. So, kommen wir zum vorletzten. Oder wollt noch irgendwas sagen? Bitte. Dann kommen wir zum vorletzten Team, auch wenn jetzt alle denken, okay, das könnte das letzte sein, aber nein, es ist das vorletzte. Stuttgart Search. Bundestrainer, ehemaliger Bundestrainer Martin Hanselmann. Martin Hanselmann, ja. Ja. Also, das sind ja eigentlich die, zum größten Teil die Scorpions, auf jeden Fall die ganze obere Etage. Wer möchte zuerst was sagen? Ich würde mal starten, ich habe gerade eben auch schon angefangen, aber weil wir jetzt gerade bei den Scorpions sind und es jetzt gerade hier wirklich ergibt, weil ja die unfassbare Kritik teilweise durch die ganzen Medien gegangen sind, einfach das in Anführungszeichen das komplette Team von den Scorpions abgegriffen wurde, dementsprechend die Empörung auch groß gewesen ist, würde mich einfach mal an der Stelle, weil es bei den Stuttgart Search immer am besten passt, auch mal eure Meinung interessieren, wie ihr dazu steht, dass gerade dieses Gebärsche zwischen diesen beiden Ligen aufgrund dieser Tatsache da. Dazu möchte ich gern starten, weil bei ist Stuttgart Search auch das beste Beispiel, weil wenn du jetzt mit Hildesheim und wäre eine andere Kiste, aber ja, das, deswegen hier bei Stuttgart ist halt wirklich. Stuttgart Search, Stuttgart Scorpions hatten ja die Chance, in die European League of Football zu gehen. Ja, das heißt, klar, werden die aus der GFL verschwunden oder die wollten es vielleicht auch parallel machen, das weiß ich nicht, wie sie es machen wollten. Aber ich meine, was heißt das Team kaputt gemacht? Die Search, die Scorpions hätten komplett in die European League of Football wechseln können und dann wäre das Thema erledigt. Klar, gäbe es dann kein GFL-Team mehr, aber dann wäre auch kein GFL-Team, was jetzt einen schlechten Kader hat oder keinen Kader hat, weil die wären gar nicht mehr da gewesen. Oder die hätten es irgendwie parallel gemacht, wie gesagt, eigentlich gar nicht möglich. Aber vielleicht eine A-Mannschaft, eine B-Mannschaft zum Beispiel, das wäre vielleicht auch noch ein Plan gewesen. Und dann hätte ja immer noch die European League of Football auch noch ein bisschen hintergestanden. Das heißt, die hätten sich gegenseitig pushen können, dass sozusagen die B-Mannschaft ja auch nicht schlecht sein muss. Aber gut, das war nicht möglich zwischen GFL und zwischen ELF. Und ja, was sagt ihr dazu mit Hildesheim und mit den Praetorians und mit den was nicht alles? Ganz grundsätzlich erstmal in Stuttgart sind 15 Spieler der Scorpions jetzt im Kader von Search. Das ist keine ganze Mannschaft. Eine Mannschaft besteht aus 50 bis 60. Nein, sagt ja auch keiner. Also es ging ja hauptsächlich um die Tatsache, dass gerade bei Stuttgart das medial so ein bisschen aufgebauscht wurde. Ja, dass da eben im Prinzip, ich sag's ja überspitzt, das Team der Scorpions kaputt gemacht wurde. Und dass das eben, ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es wurde halt medial so aufgebauscht. Und ich denke mir einfach nur, hier, Hendrik hat es gerade schon ganz richtig gesagt, das hat ja weder Hand noch Fuß. Wichtig ist, egal, selbst wenn es so wäre, die Spieler gehen ja nicht ohne Grund mit Hanselmann oder mit Kössling oder mit welchem Coach auch immer in eine Liga, die es nicht gibt. Zu dem Zeitpunkt, wo die sich entschlossen haben, wussten die ja gar nicht, wo geht das Ergebnis der ganzen Geschichte hin.
Das ist für mich Punkt aus die Geschichte. Ich würde mich genauso wenig wundern, wenn wir nächstes Jahr auf einmal in Braunschweig ein Elf-Team hätten. Also wirklich, das wäre, würde mich ganz wenig wundern. Das muss nicht sein, aber könnte gut sein. Und tja, das ist am Ende ein Business, muss man ganz klar sagen. Ich finde das schade für die Scorpions, aber ich finde es sogar eher, wenn solche Dinge auftreten, ich hätte als Universe, ich hätte als Scorpions, hätte ich gesagt, ey Leute, okay, das klappt diese Saison nicht, wir haben einfach die Spieler nicht, dürfen wir in der Regionalliga antreten, wir versuchen einen Neuaufbau mit dem, was wir haben, mit unserer Jugend, was weiß ich, das, was jetzt gemacht wird, ist für mich Blödsinn. Ja, ich sag mal so, für die Vereine ist es wirklich doof, klar, die haben ihre Spieler verloren, es ist doof, Universe war ja nur relativ gut, auch muss man ja echt mal sagen. Für die Vereine ist es doof, verstehe ich auch. Aber wie du schon sagst, der Trainer geht nicht umsonst, die Spieler gehen nicht umsonst. Die machen das nicht, weil sie da jetzt 100 Euro verdienen. Ja, die machen das bestimmt nicht des Geldes wegen, weil da wird keiner Millionär. Deswegen, also irgendwas muss da ja im Busch gewesen sein, aber wir wollen jetzt auch gar nicht gegen der GFL haten. Nein, überhaupt nicht, Nein, gar nicht. Aber wie gesagt, das ist ein freies Land. Die Jungs kriegen weder da noch da richtig Geld. Die kriegen vielleicht eine Fahrtkostenpauschale oder was weiß ich mal. Aber vor allem wollen die und auf hohem Level trainiert werden. Die kriegen ja, da werden ja Ansprüche an die Spieler gestellt. Also von denen wird definitiv mehr verlangt wie in einem GFL-Team. Was Präsenz beim Training, was Präsenz bei Mediengeschichten oder so angeht. Und dann muss es einfach einen Grund geben, warum die Spieler sagen, okay, ich will dann lieber da spielen. Tut mir leid für die Vereine, aber das ist dann halt eben so. Stefan, ja, ich lehne mich jetzt auch mal ganz weit aus dem Fenster und sage dir, dass jeder Spieler Geld bekommt. Jetzt nicht Tausende, aber jeder Spieler bekommt Geld. Ich sage ja aber, dass die Frage ist, ne, das ist dann mehr die Fahrtkostenpauschale. Wenn du da jedes Mal zum Training fährst mit dreiviertel Stunde, was weiß ich, 3-4 Mal die Woche, dann hast du da dein Tankgeld mit raus. sage ich jetzt mal so. Ja. Es wird halt eben Geld kriegen und Geld kriegen bei Braunschweig und bei wen auch immer. Die kriegen auch alle irgendwelche Entschädigungen oder jetzt mal ein bisschen aus dem Häuschen, was ich da gesehen habe in Frankfurt, die Autos, die Spieler, die Importspieler zur Verfügung gestellt bekommen, das sind die Autos, die vorher von der Universe genutzt wurden. Ja, also das ist der gleiche Sponsor, der die bereitstellt. Ja, darüber wird das halt geregelt. Die kriegen Geld, weil das ist eine Firma, die müssen die anstellen, also kriegen die auch eine Bezahlung. Nur das ist halt eben so ein 400-Euro-Job, sowas. Ne? Richtig. Wie hoch ist halt eben immer eine andere Sache, aber halt eben einfach, damit sie versichert sind, damit die Arbeitsverträge halt gültig sind und damit sie halt eben auch die Möglichkeit haben, am Training teilzunehmen oder Equipment zu kaufen oder keine Ahnung. Björn, möchtest du noch was dazu sagen zu Stuttgart Search oder auch zur Vergütung? Ja, zur Vergütung kann ich wenig sagen. Ich bin aber auch der Meinung, dass das ein oder andere mit dem Benzingeld, sage ich jetzt mal, geregelt wird. Bei Stuttgart ist einfach so, ich glaube, das ist einfach alles dumm gelaufen. Wenn man sich da vernünftig zusammengesetzt hätte, dann hätten beide voneinander lernen können. Man hätte aus beide Teams hätten da den Vorteil aus der anderen Geschichte ziehen können. Man hätte Spieler für die EL20 züchten können, genau wie für die ELF. Also ich weiß nicht, warum das da so schief gelaufen ist. Ja, war es nicht gerade bei Köln gewesen, wo dieses perfekte Paradebeispiel, was positiv angeht, gewesen ist, wo Spieler der ELF die Jugendmannschaften der Kölner trainieren und als Gegenleistung aber nicht das GFL-Team. Ja. Das ELF-Team darf als Gegenleistung dann die Trainingsfacilities benutzen und die Richtig. ELF-Teams coachen dafür. Also, weißt du, so eine Zusammenarbeit ist doch immer möglich. Das ist wirklich, ich kann das nur unterschreiben, einfach nur so eine mangelnde Kommunikation gewesen, würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen. Ja? Und ganz ehrlich, wie geil wären das, wenn die wirklich demnächst zusammenfinden werden und nächstes Jahr vor der Saison so Testspiele New York Alliance gegen Frankfurt Galaxy zum Beispiel. Wie geil wäre das? Ist doch mega. Ja, das wäre doch auch, also man weiß nicht, ist alles Spekulation, aber das wäre doch cool. Auf jeden Fall steht in die richtige Richtung, ne? Richtig. Ja, definitiv, weil die haben ja sowieso von Anfang an alle gesagt, dass die Elf sich die Spieler aus der GFL holt.
Ja, mein Gott, wo sollen die denn sonst herkommen? Ja, anpflanzen. Wer vorher dieses Gehate mit, oh, die macht eine ganze Liga kaputt, ist völliger Quatsch. Jeder Spieler hat auch seine eigenen freien Willen. Und wenn er sagt, ich nehme die Chance, ich sehe das, mein Team, egal wo er genug gespielt hat, das bringt mich nicht weiter nach vorne. Die wollen mich haben, da habe ich eventuell eine Möglichkeit, was zu schaffen, dann gehe ich doch dahin. Ja, genau. Und jeder ihm ist überlassen, wo er morgens zur Arbeit geht. Ja. Ja, ganz einfach. Ganz genau, ganz genau. Ja, und dann würde ich sagen, wir kommen zum letzten Team. Haben wir immer noch eins? Fragezeichen ploppen auf. Nein, und zwar haben wir noch nicht gesprochen über nächstes Jahr London. Ich meine, das wurde ja nur verkündet. Ich möchte die Spekulation im Raum werfen. Wie werden sie heißen? London Queens. Ja, also dass das dann das Monarchs wird. Nein, bevor wir zum Power Ranking kommen, wollte ich einfach nochmal eine ganz kleine Spekulationsrunde machen. Was glaubt ihr, welche Teams wird nächstes Jahr dazukommen? Einfach mal Stadt sagen, nicht mal irgendeinen Namen, weil wir können es nicht wissen. Aber welche Teams werden nächstes Jahr dazukommen? Stefan, fang du bitte an. Okay. Ich bin bis vor ein paar Tagen davon ausgegangen, dass maximal 4 Teams dazukommen. Hm. Auf der Pressekonferenz wurden von bis zu 6 Teams gesprochen. Also sie sprachen von auf bis zu 14 hoch. Da komme ich dann so ein bisschen in, weiß ich nicht, so viele Gedanken habe ich noch nicht gemacht, aber London ist ja scheinbar fest. Ja. Für mich ist Düsseldorf auch gesetzt, definitiv. Weil noch mehr Teasern wie mit dem Spiel und mit in der Ankündigung, ach, vielleicht kommt Rheinfeier ja auch wieder. Ja, Düsseldorf wurde nicht umsonst als Endspielort. Das steht schon fest, wie das Arm in der Kirche. Da kommt der große Boom raus. Sie wären auch dumm, wenn nicht. Ja. Ich würde denken und hoffen, dass wir dann ein Team in Paris dazu bekommen. Frankreich, ja, auf jeden Fall. Dann würde ich hoffen, Österreich und da dann tatsächlich namentlich sogar übernommen die Raiders. Ich glaube, dass das passieren wird, dass sie so, wie sie sind, in die Elf gehen werden. Und wenn nicht, dann wird irgendwo da was passieren, da irgendwo was in der Gegend. Ja, also die 4 hätte ich jetzt so als erstes im Kopf gehabt. Dann wird im Osten, denke ich, noch ein Team dazu kommen. Also Tschechien. Nicht aus Deutschland, sondern eher genau Tschechien, ja. Irgendwas in diesem Bereich. Und vielleicht dann halt eben tatsächlich noch Ingolstadt, die halt eben sich offen gehalten haben, tatsächlich noch dann ein Jahr später einzusteigen. Glaubt ihr, wenn wir das jetzt mal mit den Teams, die jetzt potenziell in den kommenden Seasons noch dazukommen werden, glaubt ihr, dass der Hype oder beziehungsweise die Tatsache, dass dann so viele Teams in einer europäischen Liga nur in Deutschland sind, dass das irgendwie negativ zugrunde gehen oder zugrunde schlagen könnte? Ich glaube, dass du das nur auf Deutschland aufbauen kannst. Ja. Sehr gute Antwort. Die Fans, was war es jetzt? Ich habe es nicht ganz hundertprozentig im Kopf. Die NFL hat irgendwo verkündet, Deutschland ist, was Zuschauer Nummer zwei nach dem nordamerikanischen Markt. Ja, also mehr musst du da nicht sagen. Und wir reden nur von Deutschland, nicht von Europa. Deswegen, ich glaube, du musst Deutschland stark vertreten haben. Ja. Aber ich glaube, dass so Länder wie Österreich, Frankreich, irgendwo oben in den skandinavischen Ländern, dass da auch 2 Teams pro Land unterkommen werden und können. Frankreich wäre sogar, glaube ich, gut für 3 Teams. Die haben viele gute Spieler an Leuten. Aber da sind ja schon Namen gefallen für später. Da habe ich ja gedacht, was kommt denn jetzt? So Sachen wie Istanbul oder so, das ist ja schon... Du darfst aber nicht vergessen, dass es ja nur 24 werden sollen. Was nicht heißt, dass es niemals 32 werden, aber es sollen ja 24 werden. Und wenn du da rechnest, sind es 2,4 pro Land. Aber wenn Deutschland denn schon 8 hat, dann wird es halt schon schwierig mit 2 pro Land. Aber komm, Björn, hau du mal ein paar Namen raus. Was glaubst du, was könnte kommen? Außer von wegen genannt. Ich bin auch der Meinung, natürlich London, weil es gestern gesagt wurde. Ja, das. Dann denke ich auch, Düsseldorf ist ein heißer Kandidat.
Und ich denke, dass Hildesheim Hannover, dass die nächstes Jahr auch mit dabei sein werden. Frankreich, finde ich, ist auch eine gute Option. Ja, und Österreich, ne? Also Hendrik, hattest du, Hendrik, nicht irgendwas von einem möglichen zweiten Team aus Spanien in den Raum geworfen neulich? Nee, ja, das war bei unserem Privatgespräch. Genau, ich glaube, Madrid kriegt ein Team. Ich glaube nicht, dass es die Sparko Raiders werden. Ich glaube, es wird in Wien ein Team geben. Okay, also, kann natürlich. Dass die Vikings vielleicht es übernehmen. Oder was natürlich geil wäre, blöd für die österreichische Liga. Oder vielleicht auch gut, weil es ist ja wie in Polen, sage ich mal. Die Panthers sind weg und jetzt ist es wieder spannend. Was ist, wenn die beiden Teams sich zusammentun würden, was da für eine Macht kommen könnte, aber ich will jetzt nicht die AFL, heißt AFL, ja, AFL kaputt reden, ja. Nein, nicht, dass ich da auch noch einen Shitstorm bekomme. könnte es mir aber richtig geil vorstellen und dann hätten wir gleich wieder einen potenziellen, der mit nach oben schießt, ja. Eins hat man noch nicht genannt, wo ich mir sicher bin, Italien, Mailand. Ich bin Mailand oder Rom. Ich bin mir sicher, dass, ich werde nicht sagen nächstes Jahr, aber in den nächsten zwei Jahren wird Italien, Norditalien oder vielleicht auch Mitte, nicht so ganz im Süden, da wird nicht viel los sein, aber da werden auf jeden Fall werden wir noch ein European League of Football Team sehen. Und du hast recht, Deutschland gebe ich mit. Hildesheim glaube ich nicht, ich würde es mir hoffen, wünschen, aber glaube ich nicht. Im Norden und in der Mitte ist schon zu viel vertreten. Ich denke eher nach München oder vielleicht in Ingolstadt. Ja. Neben Düsseldorf. Was wir nicht vergessen sollten, es sind Franchises und die können wandern. Teams können wandern, Teams können verschwinden. So böse sich das anhört, aber ich wollte gerade sagen, wenn Barcelona übertrieben gesagt jetzt nicht läuft, dann wird es halt ganz schnell mal Madrid. Ich glaube, Barcelona wird laufen, aber wenn später mal, sag ich mal, Rom und da überhaupt keine Zuschauer kommen, dann wandern die Römer auf einmal nach Prag oder nach Istanbul. Ja, das kann sein, klingt blöd, doof für die Fans, aber wir kennen es aus der NFL. Ja. Oder wer weiß, vielleicht wird Leipzig auch gar nicht angenommen, was ich jetzt auch nicht glaube, weil Leipzig jetzt eigentlich schon eine gute Fanbase hat und den Osten auch wirklich sehr vertritt. Ich weiß aus Magdeburg, also Sachsen-Anhalt, ich weiß aus Thüringen, da sind schon Fans, denn klar Sachsen selber, also ich glaube, ja. Aber du hast, wie gesagt, auch Deutschland muss man erstmal gucken. Ich glaube, dass da auch da es sein kann, dass man sagt, okay, da dürfen, wie du schon sagst, damit es schön europäisch trotzdem verteilt ist, vielleicht nur 6 oder 7 Teams am Ende sein. Ja, und dann kann es natürlich mal sein, dass, aus welchen Gründen auch immer, es kann ja auch sein, Investoren werden nicht gefunden, die muss man ja auch erstmal alle haben, ne? Die Leute, die Sponsoren, die dann da vor Ort auch das Geld reindrücken. Und wenn dann in München auf einmal jemand sagt, okay, hier, hallo, ich habe Geld über. Ja. Alles möglich, ne? Das so fair muss man sein und ja. Aber ich glaube, da haben wir schon viele interessante Orte gehört jetzt in der Runde. Und wir dürfen nicht vergessen, die Admirals. Die werden definitiv. Was schüttelst du deinen Kopf? Nein, glaube ich nicht. Warum nicht? Weil, jetzt ganz ehrlich, hast du irgendeinen holländischen Spieler auf dem Schirm, der Football spielen kann? Jetzt hast du. Ja, also ich wohne hier auf der Holland. Also ich werde morgen kriege ich eine Tracht Prügel. Wenn das veröffentlicht wird und irgendeiner von meinen holländischen Football-Kumpels, weil ich kenne so einige, ich habe hier oben, nee, habe ihn gar nicht stehen, da, ich halte mal in die Kamera. Ja, das sind Arnhem Falcons, haben ein geiles Footballfeld, mit Kunstrasen und allem. Es gibt aktuell keine holländische Football-Liga. Na, vielleicht wird es ja, pass auf, jetzt wird es ganz anders. Du hast recht, okay, das habe ich, aber. Dann machen wir es anders. Ich hab ja nicht gesagt Amsterdam, ich habe gesagt die Admirals. Pass auf, es werden die Austrian Admirals. Ja, Sparko Raider und Vienna Vikings machen die. Ja, nein, hast du recht. Sorry. Also sie müssten, müssten sie wirklich aus Benelux alles zusammenziehen, was da ist. Und dann hätten sie das gleiche Problem oder ähnlich wie in Spanien, dass du wirklich da richtig was aufbauen müsstest. Genügend Zuschauer und verrückte Fans gibt es da sicher. Ja. Aber um da eine Struktur und die Spieler zusammenzukriegen, die haben auf jeden Fall keine Basis, wo sie drauf aufbauen können. So hätte ich das vielleicht richtig formuliert. Darf ich nochmal kurz eine Frage? Wolltest du was sagen, Björn? Ich muss mal kurz weg, ich bin sofort wieder da. Ja, dann stelle ich mal eine Frage an euch anderen beiden. Spekulieren wir mal ganz weit. Ja, in 10 Jahren verdient jeder Geld, sodass er nebenbei nicht arbeiten muss. Glaubt ihr, die von den Spielern oder von uns? Beide.
Sehr gut. Nein, aber glaubt ihr, dann wird immer noch Wert auf einen Homegrown-Player gesetzt oder wird es dann eher so wie in der Bundesliga, dass, klar, Deutsche sollen schon, aber wenn daher wer aus Stuttgart, stell dir mal vor, in Stuttgart wird einer nicht gebraucht und oben in Hamburg denken sie, warum, den Spieler will ich, ja, dann ist das für mich immer, also Homegrown-Player ist für mich immer ein Deutscher in Deutschland, okay, das da, ja, aber in Leipzig, nachher finden sich in Leipzig nicht genug Spieler, meinetwegen, warum sollen dann nicht andere da auch hin, wenn man genug Geld verdient, klar, jetzt geht es noch nicht um Geld, jetzt macht es keinen Sinn, weite Fahrtwege zur Arbeit, alles nicht. Aber ich glaube, der Homegrown-Player könnte, das ist aber ganz weit spekuliert, auch irgendwann verschwinden. Es bleiben natürlich Deutsche in Deutschland, wie du schon sagst. Und aber ich glaube nicht, dass die aus Hamburg kommen müssen, um in Hamburg zu spielen. Glaube ich einfach nicht. Also ich würde jetzt hier mal den unverbesserlichen Optimisten raushängen lassen und sage, wenn das Hauptaugenmerk jetzt schon, bevor überhaupt alles losgeht, wirklich auf den Homegrown-Spieler gelegt wird, dann gehe ich auch stark davon aus, dass gerade in der Zukunft viele Kooperationen am Laufen sein werden, die dann auch dafür sorgen, dass die Jugend involviert wird, dass vielleicht sogar frühzeitig an Schulen wir an so einen Punkt kommen, wo das auch mal ins Programm aufgenommen wird. Und unter der Prämisse würde ich sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Thema Homegrown-Spieler uns noch sehr lange begleiten wird. Und das fände ich auch gut. Aber wie gesagt, ich bin unverbesserlicher Optimist und bin damit auch schon ganz oft auf die Schnauze gefallen. Und genau deswegen, falls keiner was zu sagen hat, gehen wir jetzt zum Power-Ranking über. Und ich möchte auch gerne, dass das Power-Ranking immer von einmal komplett gesagt wird und wir nicht jeder 1-1. Und also wir fangen von 1 an und hören bei 10, hätte ich was gesagt, bei 8 auf. Ja. Ich muss da noch was fragen. Wolltest du eine Erklärung, warum das Team da steht? Wenn du eine Erklärung hast, klar. Dann fang an, du hast anscheinend Erklärung. Stefan beginnt. Danke. Also, beim Power Ranking würde ich sagen, und natürlich alles aus dem Blauen und aus irgendwelchen Infos, die wir überall gesammelt haben, gehört haben und etc. Für mich definitiv an erster Stelle sind die Hamburg Sea Devils. Das ist für mich das Team, wo ich sagen würde, das muss geschlagen werden, um am Ende diesen schönen neuen Pokal in der Hand zu halten. Und es ist tatsächlich so, ich bin auch der Meinung, dass wir das Eröffnungsspiel, was wir das Pro7-Max-Eröffnungsspiel, ist auch das Finalspiel, was wir sehen werden. Das ist so meine Meinung. Ich glaube, dass Frankfurt Galaxy tatsächlich das zweite Team ist, was ich oder als zweitstärkstes einschätze. Ich würde aber auch mein Power Ranking so sehen, dass ich die beiden ziemlich gleich sehe, also auf einem Level. Und das gilt auch für die nächsten drei, die sind für mich auch wieder auf einem Level. Und das ist dann als drittes, jetzt kriege ich vielleicht Prügel, Stuttgart Search. Ich glaube, dass ich schätze sie sehr hoch ein. Ich glaube, dass es ein Team ist, die wirklich zusammen was bringen mit einem guten Coach. Genauso die Breslau Wroclaw. Die Panthers, ja, dieser schöne aus Carolina. Gute, ja. die schätze ich halt eben im Moment so auf den vierten Platz ein. Aber halt wirklich auf einer Stufe mit Stuttgart. Und auch da sehe ich Köln Centurions oder Cologne Centurions. Die drei sind für mich so auf einem Level. Aber Köln dann tatsächlich stand jetzt von den dreien am niedrigsten eingeschätzt. Danach direkt Barcelona, die da direkt dranhängen. Und Berlin und Leipzig sehe ich ganz unten, aber nicht aus mangelndem Spielerpotenzial oder Ähnlichem, sondern wegen der Vorbereitungszeit, wegen Dingen, die einfach da organisatorisch noch nicht so weit waren wie bei anderen Teams. Das wird sich, glaube ich, zeigen in 2-3 Wochen, was da aus diesen Teams wirklich rauszuholen ist. Wer war jetzt der Letzte bei dir? Leipzig. Okay. Und das wird interessant zu sehen, wie die beiden gegeneinander spielen dann direkt am ersten Tag. Gut, dankeschön. Björn, ich möchte gerne, dass du den zweiten machst. Also natürlich habe ich als erster Hamburg. Ganz klar, gebe ich Stefan recht. Das ist ein Team, was erstmal geschlagen werden muss. Die sind in der Vorbereitung echt gut, obwohl sie meiner Meinung nach auch viel zu spät angefangen haben. Aber das haben wir dahingestellt. An zweiter Stelle sehe ich tatsächlich Barcelona. Weil ich glaube, dass in diesem Team sehr viel Potenzial steckt und dass die mit dem Laufen der Saison, dass die wirklich wachsen werden. Na?
Ja, eigentlich hatte ich auf dritten Platz die Panthers, aber durch den Quarterback-Wechsel bin ich da auch ein bisschen ins Straucheln gekommen und setze tatsächlich die Galaxy auf Platz 3 und die Panthers auf 4. Stuttgart kommt bei mir an fünfter Stelle, weil ich einfach auch glaube, das ist ein Team, wo schon, wir haben das eben besprochen, ein Großteil lange zusammenspielt. Und ich glaube, dass die ein bisschen was machen werden. Ja, und dann haben wir Platz 6, 7 und 8, wo ich lange hin und her überlegt habe. Ich würde am liebsten alle auf die 6 setzen. Aber ich sage es einfach, 6 Cologne, 7 Leipzig und als letztes Berlin. Womit ich Berlin auch nicht abschreiben möchte, aber gerade Berlin und Leipzig, so wie Stefan das schon gesagt hat, das sind einfach die Teams, die am wenigsten Vorbereitungszeit haben und die mit dem Kader so viel hin und her gewürfelt haben. Ich glaube, die müssen erst reinkommen. Die müssen ein paar Spiele machen, um zu sehen, wo die wirklich stehen. So, Dankeschön. Leute, was ich auch mal sagen möchte an euch da draußen, wir kommen wirklich alle aus verschiedenen Ecken und deswegen sind diese Rankings lustigerweise auch gar nicht so unterschiedlich, aber teilweise doch sehr unterschiedlich. Womit ich jetzt zu Phil komme, der die Hamburg Sea Devils auch an 1 sieht, Fragezeichen? Hi, ich werde mir jetzt voll die Schelte abholen, aber ich sehe die Sea Devils nicht an 1, aber ich kann hier gerne nochmal den Punkt aufgreifen. Wir sind alle, genauso wie die, die jetzt zuschauen, Schuss ins Blaue, keiner weiß Bescheid, just for fun. Ich hatte in der Tat zuerst die Panthers auf 1 aus genau den Gründen, weil das seit langer Zeit ein eingespieltes Team ist. Ich hatte die Galaxy auf 2. Aufgrund vom Quarterback-Wechsel würde ich die beiden jetzt switchen. Ich sehe die Panthers aber trotzdem noch immer noch ganz weit vorne, auch wenn da jetzt ein anderer Quarterback steht. Ich glaube, die werden das kompensieren können, allein durch die Tiefe des Rosters, was noch sonst noch zur Verfügung steht. Also nochmal, Galaxy jetzt auf 1, Panthers auf 2, dann habe ich die Sea Devils auf 3. Ich finde das Argument, die sind zu schlagen mit dem Hype, der jetzt drum gemacht wird, absolut nachvollziehbar. Jetzt wird's interessant, ich habe nämlich jetzt die Centurions auf 4. Ja, also Köln ist bei mir auf Platz 4. Dann kommen die Dragons. Dann wird es jetzt schwierig. Also am liebsten wäre ich hingegangen und hätte einen geteilten dritten Platz mit 5 Leuten gemacht. Das wäre auch vielleicht eine ganz coole Sache gewesen. Aber die letzten 3 Teams wären bei mir, ich fange unten an, bei mir die Kings ganz zum Schluss Schlusslicht, aber auch wirklich nur aus diesem Grund, weil sie eben die begrenzte Zeit gehabt haben nur. Das soll qualitativ überhaupt nicht minderwertig sein. Ganz im Gegenteil, mal ganz im Ernst, wenn die es schaffen, in der kommenden Season den einen oder anderen Sieg mehr einzufahren, dann ist es ja umso beeindruckender, dass es das in so kurzer Zeit noch so hoch gewertet haben. Wie gesagt, Kings an letzter Stelle und 6 und 7 wären dann bei mir Stuttgart und Berlin. Also Stuttgart ist 6 und Berlin 7. Und Berlin 7, ja. Das wäre meine Reihenfolge. Okay, du hast dich gerade so entschuldigt. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwie einen Freund in Leipzig. Wo wir zu mir kommen, und ich sage euch gleich, ich habe ja Connections, ich habe mit den Spielern Kontakt und es tut mir verdammt leid, wenn ich euch an letzter Stelle setze oder weiter unten. Ich mag euch trotzdem und ich hoffe, ihr mögt mich auch noch. Heißt so viel wie jetzt abschalten. Jetzt abschalten, genau. Ich glaube, ich piep einfach die ganze Zeit daher und dann bin ich raus. Nein, ich muss natürlich auch was sagen. Ich muss auch was setzen. Ich bleibe bei Wrocław Panthers an 1. Klar, Quarterback ist gewechselt, aber ich glaube einfach, die sind so geil professionell. Die bleiben an 1. An 2, und es ist nicht Hamburg, sehe ich die Frankfurt Galaxy. Ich glaube, Frankfurt wird im Finale sein. Frankfurt wird im Finale sein und bei den Panthers wollte ich noch was dazu sagen, die werden genau ein Spiel nur verlieren diese Saison. Welches verrate ich vielleicht auch nicht. An 3 kommen bei mir schon die Cologne Centurions. Da sind immer noch nicht die Hamburg Sea Devils, die kommen bei mir erst an 4. Das Hamburg Sea Devils sind bei mir an 4, an 5 sind die Barcelona Dragons, an 6 Stuttgart Search. Ich bin Mitglied vom OFC United, tut mir leid, aber ich sehe uns nur an 6. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich Stuttgart-Fan bin, an alle da draußen, ich mag sie alle, aber ich musste einfach Teil des ersten Fanclubs sein. So, an 7 sehe ich die Leipzig Kings, einfach weil ich die von der Personalie so krass finde, dass ich glaube, die werden uns überraschen, was ja an 7 eigentlich schon wieder verschlecht ist, aber warum ich sie noch vor Berlin setze. Und das geht auch an alle Berliner da draußen, es tut mir verdammt leid, aber ich setze euch an 8. Tudum.
So, womit möchte noch irgendwer was dazu sagen? Weil ich finde, wir waren alle so komplett anders. Ich habe Cologne unter den ersten drei gesehen, ihr alle erst ab vier irgendwann. Dafür habt ihr die Sea Devils alle in den drei gesehen. Ich habe es an vier gesetzt. Aber die letzten Plätze waren ähnlich, die letzten zwei. Aber selbst da hat einer gesagt, okay, hier Berlin, da Leipzig. Also wir sind uns sehr, sehr ähnlich, aber eigentlich komplett verschieden alle. Das ist interessant, ja. Fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Wir können ja nach der Hälfte der Saison können wir das Ganze ja nochmal wiederholen. Ja. Und mal gucken, wie gut wir wirklich waren. Weil ich würde auch vorschlagen. Ich kann so eine ungefähre Prognose abgeben, wo die Reise hingeht. Also das würde mich interessieren. Den Zettel, den werde ich gut wegpacken. Ja, den werde ich einrahmen und dir hinterhin. Jede dritte Folge war das so geplant. Also in der vierten Folge würde ich das nächste Ranking machen und dann nochmal und dann nochmal. Also, wie gesagt, also ihr seht Hamburg oben, du siehst Frankfurt oben, ich sehe die Panthers oben. Das ist auf jeden Fall schon mal drei verschiedene an der Spitze. Unten waren wir uns relativ einig mit Leipzig oder Berlin. Aber ob sie nachher vielleicht sogar den Ring holen und uns alle überraschen, werden wir sehen. Ja, wäre ja eigentlich umso geiler, ne? Ja, eigentlich. Aber auch ihr, Leute, schreibt ruhig mal rein. Entweder in den Kommentaren oder bei Football oder auch, ihr könnt sogar bei den Huddle-Football-Talk-Videos unterschreiben. Auch da werde ich mir das rauspicken. Ich möchte einfach mal wissen, wie ist euer Ranking? Mich interessiert es einfach. Haut mal euer Ranking raus oder in die 11-Info-Gruppe. Macht einen Hashtag Football rein und ich finde das dann auch. Mich interessiert es einfach. So, womit wir schon zum Tippspiel kommen. An alle da draußen, wir haben eine Kick-Tipp-Gruppe. Wir werden die unten in den Kommentaren verlinken. Wir werden es nochmal posten in der Infogruppe, wir werden es nochmal posten in der European League of Football Fans und wir werden es überall nochmal posten. Wir vier sind in dieser Gruppe. Dann gibt es noch ein extra Mitglied, das heißt der Gast. Da wird jedes Mal das Ergebnis des Gastes reinkommen. Also Stefan beginnt heute. Stefan hat aber auch trotzdem zusätzlich noch seinen eigenen Account. Also kommt rein. Es gibt übrigens auch was zu gewinnen. Also der erste Spieltag-Gewinner bekommt etwas. Wenn es natürlich fünf nachher sind, dann ist es ärgerlich, dann muss ich auslosen. Aber der Spieltaggewinner, der erste, bekommt was. Und zwar, auch wenn ihr vielleicht kein Fan von dieser Franchise seid, es gibt ein Football-Shirt mit der Nummer 53 von Patrick Pötsch. Das gibt es geschenkt, ist Größe XL. Wenn ihr Small habt, tut es mir leid, hängt es euch an der Wand, nehmt es als Putzlapp, macht, was ihr wollt. Aber Patrick Pötsch ist ein cooler Typ, ist Botschafter von Football und deswegen habe ich gesagt, ich hau das raus, ein Patrick Pötsch-Shirt. So, wir kommen zum Kick-Tipp-Spiel und jetzt würde ich sagen, wir machen Spiel nacheinander. Also ich fange jetzt an mit dem Wroclaw Panthers gegen die Cologne Centurions. Dann ist der Phil dran, dann ist ja Björn dran und zum Schluss ist dann der Stefan. Also, ich habe gesagt, die Wroclaw Panthers werden genau ein Spiel verlieren, das ist das erste. Und zwar gegen die Cologne Centurions. Ich sage, die Wroclaw Panthers verlieren, weil sie ein Point after Touchdown nicht verwandelt haben. 23-24 gegen die Wroclaw Panthers, gegen die Cologne Centurions. Und Daniel Schumacher, mein Freund, du machst den finalen Kick in den letzten Sekunden. So, jetzt baust du aber Druck auf, Junge. Also ich werde dir sofort einen gegenhauen. Ich believe in den neuen Quarterback und ich sage, die werden sogar ein richtiges Punktefeuerwerk abliefern. Deswegen gehe ich in dem ersten Spiel eindeutig mit den Panthers und sage, es wird ein 41-24 für die Panthers mit einer Point Differential von 17 Punkten. Ich glaube, aber immerhin sehen wir beide, dass die Cologne Centurions 24 Punkte machen. Das ist ja, siehst du? Ja. Sind wir doch schon mal wenigstens einen Punkt richtig. So, Björn, hau raus, was sagst du? Harry, wir sind gar nicht so weit auseinander. Ich sehe in diesem Spiel auch die Panthers vorne. Die Panthers gewinnen 27-24. Und wieder 24. Wieder 24. Ja. So, Stefan, hast du zufällig auch 24 Punkte bei den Cologne Centurions? Nein. Aber die Panthers gewinnen das Spiel. Aber ganz knapp 2017. Oh. Okay. Ja. Gut. Haben wir notiert? Wir werden es dann sehen. Ja? Wir kommen zu den Barcelona Dragons gegen Stuttgart Search. Jetzt beginnt bitte Phil. Gerne. Ich hatte die Barcelona ja auf 5 gerankt, die Search ganz knapp hinten dran. Ich glaube trotzdem, dass Barcelona das relativ sicher in Anführungszeichen macht, deswegen gehe ich mit 27-17 für die Dragons. Björn?
Ja, ich sehe auch die Dragons vorne gegen Stuttgart. 21-13. Ah. Ja, jetzt kommst du, Stefan. Stuttgart gewinnt das Spiel. 28-14 für Stuttgart. Oh, okay. Allein schon, weil du den Ranking auch relativ weit oben hast und Barcelona relativ weit unten, musst du uns ja auch tippen. Ja, die sind nur ein auseinander, glaube ich. Also, ach so. Aber ich glaube da, Stuttgart macht das erste Spiel. Ja, und wie gesagt... Hey, Leute, ganz ernst, ich finde das jetzt schon geil. Ja, so gut. Das gibt es jetzt so jede gut. Woche. Jede Woche könnt ihr unsere Tipps abgucken, was anderes tippen oder uns einen Vogel zeigen. Schickt uns einen Stinkefinger, ihr seid noch nicht ganz frisch. Ich hoffe auch von allen Stuttgartern, ihr schickt mir einen Stinkefinger, weil ich sage, Stuttgart verliert gegen Barcelona mit 31-20. Aber nur... Es tut mir so leid, wirklich. Ich habe in Stuttgart so viele Connect. Es tut mir, eigentlich muss ich diese Show absetzen, nicht veröffentlichen, weil danach habe ich keine Freunde mehr in Stuttgart. Aber ich sage 31-20 und danach gewinnt Stuttgart natürlich sehr viel. Habt ihr jetzt echt alle gegen Stuttgart gesetzt? Geil, ne? Ja. Glaube ich nicht. Also, ich würde jetzt sagen, also, und das setze ich jetzt mal so aus dem Bauch raus. Wenn wir uns mal irgendwie zufällig in irgendeinem Stadion, was weiß ich, in Hamburg oder vielleicht seid ihr alle in Düsseldorf beim Finale, ich bin da, ich habe Tickets, dann gebe ich euch ein Bier aus, wenn Stuttgart das Spiel nicht gewinnt. Geil, komme ich drauf zurück. Ja. Ich kann dir auch meine Adresse geben und schickst es mit DPD, schön, dann die Panthers ein bisschen unterstützen, schickst es mit dem polnischen DPD dann zu uns. Ja. Das ist aber ein ganz schöner Umweg, du. Ja. So, kommen wir zu den Hamburg Sea Devils gegen die Frankfurt Galaxy. Und da beginnen wir mit unseren Hamburger Jungen. Oder in dem Fall eigentlich Lübecker, aber du bist ja unser Hamburg-Experte, nenne ich dich jetzt einfach Hamburger, mal. Hamburger Jung, passt schon. Ich bin ja gebürtiger Hamburger. Also das sehr ist gut. Schon... Dann also, hau mal raus. Da das Spiel ja so im Vorfeld gehypt worden werde und ich denke, dass die sich abtasten werde, tippe ich hier nur ein 14-9 für Hamburg. Wow. Weil ich einfach denke, dass die werden sich abtasten und da wird nicht viel passieren. Hamburg wird zwei Touchdowns machen, Frankfurt ein, das Field Goal versemmeln und dann nachher noch drei Punkte Tor schießen. Und sonst wird da nicht viel passieren. Ich denke, ich glaube wirklich, das wird kein so tolles Footballspiel. Stefan? Ich würde sagen, ich bin auch bei Hamburg 24-10. Und ich glaube, das wird ein schönes Footballspiel. Oh, 24-10, das ist eindeutig. Okay. Ja, dann bin ich ja jetzt schon dran. Ne? Tanze ich ja wieder aus der Reihe, weil ich sehe ja Hamburg auch nur an 4. Also wird natürlich Frankfurt gewinnen. Und zwar werden die mal den Hamburger Jungs zeigen, wo der Hammer hängt. Und zwar verliert Hamburg 17-28 gegen die Frankfurt Galaxy. Wow. Geil, jetzt bin ich dran. Ne? Und du tanzt überhaupt nicht aus der Reihe, weil ich bin natürlich auch bei der Galaxy. Und ich erwarte auch ein richtig geiles Spiel. Ich glaube, die werden sich gerade, weil sie zum allerersten Mal im Spotlight sind, nicht schenken und nicht zurückstecken. Deswegen gehe ich mit 28-28 bis kurz vor Schluss und dann macht die Galaxy das letzte Field Goal und gewinnt 31-28. Oh, meine Güte, beinahe. Ich glaube auch, dass das ein sehr hitziges Spiel wird. Das denke ich auch. Das wird sehr, da müssen die Referees, glaube ich, ganz schön gute Arbeit leisten. Also da werden viele schwarze und weiße Käppis auch fliegen, weil so viele gelbe Flaggen gar nicht da sind. So, und jetzt darf der Stefan beginnen mit Berlin Zander gegen die Leipzig Kings in Berlin. Das ist das Einzige, wo ich nicht direkt ein Bauchgefühl hatte, muss ich echt sagen. Ich würde jetzt sagen, es fallen relativ viele Punkte. Einfach aus dem Grund, weil beide noch Abstimmungsprobleme haben werden. Aber du hast schneller mal einen tiefen Pass geworfen oder mal einfach so einen Lauf komplett übers Feld, wie eine Defense, die komplett keine Lücken da lässt. Deswegen am Ende glaube ich es aber so, dass dann doch relativ eindeutig Berlin mit 35-21 gewinnt. Oh, cool. So. Darf ich da gleich einsteigen? Weil ich kann das nämlich 1-1 genauso wiedergeben und würde hier den Stefan eindeutig unterstreichen. Bei mir ist es nämlich ein sehr ähnliches Ergebnis. Ich habe auch die Thunder vorne mit 34-19. Okay. Ich bin jetzt zwar dran, aber ist egal, du hast einmal übersprungen, das ist aber völlig in Ordnung. Sorry, weil es so ähnlich war. Ja, und weil es ja komplett anders ist, bin ich jetzt dran, ne? Ich sage, weil es Abstimmungsprobleme gibt,
wird die Offense nicht so klicken und die Defense mehr zeigen. Es werden nur zwei Touchdowns passieren, und zwar verlieren die Berlin Thunder 10-13 gegen die Leipzig Kings. So, Björn. Also ich sehe, obwohl ich Berlin an letzter Stelle in meinem Power Ranking habe, Berlin in diesem Spiel trotzdem als Sieger, und zwar 14-0. Blowout im ersten Spiel. Ja, ich glaube wirklich, dass, dass die Berliner keine Punkte zulassen werden. Krass. Ja. Okay, also wie gesagt, an alle Leipzig-Fans. An alle Leipzig-Spieler. Ich meine an alle Leipzig-Spieler. Natürlich auch an die Fans, aber Leipzig-Spieler. Beweist den einen dann einfach das Gegenteil. Und zu den Berliner Spielern sage ich, beweist mir das Gegenteil. Also wie gesagt, das ist kein Angriff auf gar nichts. Wir haben einfach keine Ahnung. Es ist alles Bauchgefühl. Und man muss halt nur mal wen an letzter Stelle setzen und wen an erster Stelle. Deswegen ist das Power-Ranking so, wie es ist. Und deswegen sind die Ergebnisse so, wie sie sind. Wie gesagt, kommt in die Kick-Tipp-Gruppe, wenn ihr sagt, ihr habt doch eine Macke, die spielen so und so. Haut's in die Kick-Tipp-Gruppe und gewinnt ein Football-Shirt, was heute wirklich mit der Post kam, Gott sei Dank. Ja. Patrick Pötsch hat übrigens genau dasselbe Shirt. Also ihr tragt 1:1 dasselbe Shirt. Patrick Pötsch kriegt genau dasselbe in der XL mit der Nummer 43 Football hinten drauf und auch hinten mit Pötsch und die 43. Wie gesagt, hängt es euch an die Wand, zieht es an, wenn er reinpasst. Wenn er nicht reinpasst, zieht es als Kleid an. Oder wenn er halt zu groß seid, macht baufrei. Ist doch scheißegal. Hauptsache, ihr habt ein Patrick Pötsch-Shirt. Und ich kann euch aber sagen, es wird ja nächste Woche wieder ein Spiel geben, noch ein Spiel geben, noch ein Spiel geben. Da wird es auch immer irgendwas geben für den Spieltag-Winner. So, wir sind durch. Es war eine richtig geile, es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Es war eine lustige Runde. Wir haben alle ganz andere Meinungen. Wir kommen aber auch aus verschiedensten Ecken. Ich bin der einzige Ossi hier anscheinend. Aber komm, ich hoffe, ihr habt mich trotzdem lieb. Du bist ganz okay. Möchte irgendwer noch irgendetwas sagen? Oder? Es war ein absolutes Fest, hier heute dabei zu sein. Ich freue mich auf alles, was da noch kommen wird. Aber ganz ehrlich, am meisten bin ich jetzt gespannt auf den ersten Spieltag. Ja. Und wie gut oder wie schlecht wir waren. Also jeder hat ja so seine Infos, seine Insiders über Spieler, Teams, dies, das, jenes. Und darauf baut man ja so sein Tippspiel aus. Und ich bin wirklich gespannt, wie gut wir waren. Ich werde mir jetzt auch ein kleines Sparschweinchen hier hinstellen, das ist dann für meine Tochter, und immer wenn ich falsch gelegen habe, werde ich dann Euro reinlegen. Also entweder sie wird Millionär oder sie geht leer aus, ja, also hopp oder top, ja, nein. Du kannst also nur gewinnen. Ich kann nur gewinnen, ja, weil zur Not die 6, ich kann ja gar nicht sagen, wie viel Geld da drin war. Nein, alles gut. Nein, aber ich glaube, das mache ich mal, weil wir werten das ja ab nächste Woche aus. Da gibt es dann halt kein Power-Ranking mehr und wir sprechen auch nicht mehr die einzelnen Teams durch, außer es ist irgendwas Spektakuläres passiert. Wir wollen über die Spiele reden. Also wir gehen jedes Spiel einzeln kurz durch, was da vielleicht Spektakuläres passiert ist, was da Tragisches passiert ist. Also wir erzählen einfach über das Spiel. Und dann werten wir unsere Ergebnisse auf jeden Fall nochmal aus. Ja, Stefan hat das Glück, ja nicht da zu sein, wenn er komplett falsch lag. Der kann sich dann in seiner Ecke schämen zu Hause, aber er wird nicht öffentlich, er wird nicht öffentlich auseinandergenommen. Wir schon. Aber Stefan, das heißt nicht, dass du nicht nochmal eingeladen bist. Vielleicht würden wir auch uns dann vorm Finale oder nach dem Finale hier nochmal treffen und das nochmal einfach alles auswerten oder vielleicht auch mal zwischendurch. Ja? Gerne. Also das wäre auch eine schöne Chance nochmal, wenn schon mal das ein oder andere Spiel war, die ganze Sache ein bisschen zu revidieren und richtig zu stellen. Du willst aber einen Rückzieher machen? Nee, kein Rückzieher, aber das war jetzt natürlich echt eine heiße Nummer, wie schon gesagt. Wir machen jetzt alles aus dem Blauen, aus dem Lameng, wie man auch schon mal schön sagt. Und ich weiß, es wird zum ersten Mal in unserem Haus zwei Monitore geben, wo Football von zwei Teams drauflaufen wird oder von vier insgesamt. Das habe ich bei der NFL nicht gemacht, bei der GFL nicht gemacht. Jetzt wird es so sein, weil ich halt eben alles, was in irgendeiner Art zu kriegen ist, mir anschauen werde. Geil. Ja, ich sehe schon, du outest dich hier als absoluten Fanboy. Ja, also das wird mal den Hater noch mehr Stoff geben. Scheißegal. Also, ist eh alles vorbei. Ja. Also, Peace, ich bin raus. Ja, liebe Fans da draußen, noch einmal, geht bei Kicktipp rein, tippt mit, wenn ihr irgendwas Verbesserungsvorschläge habt oder auch mal einfach nur was korrigieren wollt oder einfach mal einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, macht es, lasst ein Abo da, lasst auch ein Abo bei Phil da, bei seinem Huddle Football Talk, weil wir sind jetzt Partner, wer weiß wie lange. Offiziell, jawohl. Vielleicht hassen wir uns ja auch irgendwann auch und sagen, alles klar, so ein richtiger Rosenkrieg mit Scheidung und allem drum und dran.
Könnte ich mir geil, und ich bin live dabei dann. Cool, richtig, ey. Richtig. Also, ich bin nächste Woche wieder am Start. Der Phil ist nächste Woche wieder am Start. Auch der Björn ist nächste Woche am Start und Stefan ist nicht am Start. Der wird sich das hoffentlich aber angucken und erst irgendwann in dieser Saison aber nochmal am Start. Nächste Woche kommt ein anderer Gast. Stefan, danke, dass du mitgemacht hast. Björn, danke. Bis nächste Woche. Phil, danke. Bis nächste Woche. Und das letzte Wort überlasse ich jetzt den Stefan. Okay, ich wünsche euch viel Spaß bei einer neuen Liga, wo keiner wusste, was auf ihn zukommt, so richtig. Und ich hoffe, wir sehen jetzt ein paar Monate geilen Football. Alles klar. Tito. Amen, Bruder.